Ja, einen wunderschönen Donnerstag Nachmittag euch zusammen. Ja, gut, Ton wird übertragen, da muss ich kurz mal ganz kurz gucken. Ja, wir spielen jetzt eine kleine Runde SSO, weil ich muss ja da noch einiges an Ruffest machen. Und ja, von der Uhrzeit her, ich vermute mal so 50% sind doch in der Schule. Das heißt, es wird wahrscheinlich erst etwas später hier ein bisschen mehr los sein. Ja, heute bin ich zu Hause, morgen ist Feiertag bei uns, deswegen bin ich morgen auch da. Und ja, Samstag muss ich erst wieder arbeiten, deswegen dachte ich doch mal, da unten liegt Geld. Ich habe Geld gefunden. Ich habe 2 Euro gefunden übrigens, ja. Was nicht so alles auf dem Geld rum, was alles auf dem Geld rumliegt, was alles auf dem Boden rumliegt. So, hi erstmal an SSO Lenü. Hi, schön, dass du reinschaust. Und hi auch an Daisy92. Ich höre keine Musik im Hintergrund. Was ist da los? Ich möchte gerne bitte wieder so ein bisschen Musik. So. Muss nicht viel sein, aber zumindest so ein kleines bisschen. So. Danke. So, dann habe ich auch hier irgendwo das Spiel. Da stehe ich nämlich. Ich bin hier noch im Südhof unterwegs. Und ich habe wieder mal ein bisschen gefällt. Ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Aber ja. Ich mache heute Rufquest. Ich kann dann auch gleich in Südhof anfangen gleich. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ich bin derzeit in Discord aktiv. Und ja. Channel switched. Das klingt zwar jetzt gerade nach Teamspeak, aber das ist eigentlich Discord. Das wollte ich mal bloß kurz erwähnt haben. So, mal gucken. Oh, da wartet sogar jemand. Dann ziehe ich doch mal die Person. Hallo? Ich glaube auch die Musik ist noch ein bisschen zu laut tatsächlich. So, ich mache es mal ein kleines bisschen leiser. Oh, ich glaube, so ist das ganz angenehm. Spiel mal wieder Train. Train Simulator. Hatte ich, glaube ich, erst vor noch gar nicht so langer Zeit. Aber kann ich natürlich auch mal gerne wieder mal machen. Vielleicht sogar schon morgen, weil morgen ist ja Feiertag. Und da habe ich nicht so wirklich viel vor. Da bin ich wahrscheinlich irgendwann mit Steffen mittags noch mal kurz Döner essen. Aber ansonsten wird es, denke ich mal, ein ganz entspannter Tag. Ich werde noch ein bisschen aufräumen morgen, weil ich jetzt bald Besuch bekomme und da. Ja, mache ich mal ein bisschen was. Daisy, wie kommt es eigentlich, dass du da bist? Also musst du nicht arbeiten? Also bist du nicht arbeiten? Ja. Hast du spontan Urlaub? Clipmedi, hi, komm auch und ja, kannst du gerne machen. Und ich höre Stimmen im Discord. Hallo. Ja. Na? Hallo. Alles gut? Ja. Das ist so schön. Ja, das ist es. Ja, wo bin ich jetzt hier überhaupt? Ich bin irgendwo am Strand in Südhof. Ich suche hier schon seit einer geführten halben Stunde den Weg nach oben. So, ach da ist irgendwas, da ist irgendwas. Ich hab hier, glaube ich, das. Na, bist du auch online? Noch nicht, aber. Und wenn du online sein solltest nachher, auf welchem Server bist du dann? Jetzt kommt's. muss ich gucken. Ach so, ich würde dir Server 4 empfehlen. Was kam jetzt gestern eigentlich bei dem Update? Kam gestern überhaupt ein Update? Ja, ne? Sicherlich. Es hat vorhin zumindest irgendwas aktualisiert. Es kam der Wandermarkt wieder. Ach, der ist ja irgendwie immer da, oder? Bloß halt an einem anderen Ort. Nein. Also ich fand, das war doch eigentlich... Letzte Woche war der doch auch da. Da war nicht der aber... Nicht der Pferdemarkt, der Wandermarkt. Ach, der Wandermarkt, ach so... Ja, da sind schon Unterschiede zu hören. und ich habe mich verlaufen. Ich drehe mal wieder um. Nele, die Pizza, hi. Ach, du hast frei heute. Wie kommt es denn, dass du heute frei hast? Das wusste ich gar nicht. Ah, so. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich bei der Fähre. Was will ich eigentlich hier? Da will ich doch gar nicht hin. Ich bin jetzt, glaube ich, einmal um Südhof rumgeritten. Wer ist denn da? Ist das jemand Bekanntes? Nee. Ich bin mal kurz weg. Okay, bis später. So, jetzt gehe ich erstmal dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte die Rennen in Südhof machen.
Vielleicht finde ich hier die Rennen direkt auf Anhieb. Ohne die Karte zu nutzen. Weil ihr wisst ja, ich bin navigationstechnisch bin ich eine Niete. Ich kann heute nicht mal mehr reden. Bin ich eine Niete, also von daher wird's total lustig. Da. Immer an die Steine richten. Weil keiner eine Vertretung gebraucht hat oder krank ist. Ach so, ja gut. Gut für die anderen, schlecht für dich, würde ich sagen. Ne? Ja, dann hättest du ja spontan vorbeikommen können. So. Irgendwo habe ich doch... Ah, nee, bei Facebook bin ich jetzt gar nicht live. Ne? Ich habe komplett Facebook vergessen. Dazu auch. So, ich guck mal ganz kurz. So. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Morgen wird dann auch noch ein bisschen was kommen. Samstag weiß ich noch nicht, ob ich Samstag irgendwas mache. Sonntag dann aber auf jeden Fall nochmal eine Kleinigkeit. Ja, und dann heißt es nochmal 5 Tage arbeiten. Und nächstes Wochenende wird gar kein Stream wahrscheinlich kommen, weil ich da Besuch bekomme. Also ich weiß es noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass ich dann gar nicht live bin. Ich bin schon wieder vorbeigeritten, ne? Das ist doch hier eigentlich. Du musst doch irgendwo runtergehen. Ja, die da unten macht doch schon was. Das heißt, hier da vorne geht's runter. So. Ach so, na okay, wenn du trotzdem dein volles Gehalt bekommst, dann ist das ja was anderes. Fürs Nichtarbeiten bezahlt werden. So, wer steht denn hier alles? Die Hanna hat sich gerade aufgelöst. Dann haben wir noch die Anna und die Kara. Und... So, dann mache ich doch mal das erste Rennen. Nein, mir fällt gerade was auf. Ich muss das Pferd noch wechseln. Weil dieses Pferd habe ich doch ausgelevelt beim letzten Mal. Dann breche ich jetzt auch dieses Rennen ab. Weil das ist ja alles, ne? Das ist ja... Das verliere ich hier dann am Ende. Ich gehe zum Stall. Ich wechsle mein Pferd. Nehme aber das Zeug, was ich auf dem Pferd drauf habe, weil das zumindest so eigenermaßen gut ist, ja? Das nehme ich dann gleich aufs nächste Pferd mit drauf. So. Dann gehe ich doch mal in den Stall. Jetzt gucke ich mal kurz. Es sind sogar ein paar Leute online. Ach, selbst die Uli ist online, so wie ich das hier gerade sehe. Gut zu wissen. So, ich wollte dieses Pferd eigentlich... Also das werde ich jetzt hier einmal kurz stehen lassen. Und jetzt mal gucken, welches Pferd nehme ich denn? Ist dieses hier schon ausgelevelt? Nee. Dann nehme ich dich doch heute mal, ne? Alles komm. Na komm. Ach, ich will keine Liebe mit dir machen. Also, ich will eigentlich nur... So. Was hat das Pferd denn für eine Rüstung drauf? Ja, das ist okay. Ist okay. Ja, ist okay. Ist okay. Aber da kann noch ein bisschen was drauf gemacht werden. Ich glaube, da kann ich noch was vom anderen Pferd runternehmen. Obwohl, nee, das ist ja ein Urpferd. Da bekomme ich jetzt schon mal keine Gamaschen und so weiter. Dekoration, Schwanz, glaube ich, bringt eh nicht so wirklich viel. Ja, nee, das passt schon soweit. Ich nehme das Pferd jetzt so, wie es ist. Bring dafür jetzt aber dieses Pferdchen in den Stall, also in die Box. So. Hier wirst du jetzt erstmal die nächsten Monate stehen. Viel Spaß. So, dann geht's doch mal los, ne? Wieder zurück zum alten Platz, wo wir eben gerade waren. Das heißt, obwohl, wenn ich jetzt hier bin, kann ich auch hier anfangen. Ich kämpfe mich dann so ein bisschen durch, ein bisschen Rufquest, ein bisschen Rennen. Von allen etwas.
Ich höre, ich hasse diese Bienengeräusche oder Wespen oder was ich, irgendwas ist das. So. Was ich noch gelernt habe, ich muss bei den Bobcats mehr machen. Da muss ich auch dran denken und das geht hier schon im Moorland los. Und ich muss mal nebenbei einmal kurz mal gucken, ob noch irgendjemand in Discord wartet. Ne, in Discord ist es gerade ganz ruhig. Wo wollte ich dann aufdrücken? So. Ja, wie geht's euch denn sonst alle so? Um diese Uhrzeit. Ich kann halt wirklich nicht reden, das ist total schlimm. Um diese Uhrzeit sind ja noch nicht so viele wach. Beziehungsweise noch nicht zu Hause. Also bei Lise weiß ich schon mal, sie hat heute frei. Deswegen kann sie online sein. Wie sieht's denn bei SSO Lenü und bei Nele die Pizza aus? Und bei Clip Medi? Oh. Oh. Mir ist gerade eine kleine Nachricht von Star Stable Friends aufgepoppt. Ja, die haben gerade. Genau, Star Stable Friends hat gerade geschrieben, dass ich live bin. Star Stable Friends? Natürlich, die Apps wird sofort mich in allen informieren, dass ich gerade live bin. Nein, Quatsch, ich sehe es auch gerade, Star Stable Friends, was ist denn da Neues? Oh, das Veildale-Championat startet gleich in 1,5 Stunden. So, und wenn ich jetzt die News lesen möchte, kommt Verbindung zum Star Stable Server gescheitert, versuche die Seite zu aktualisieren. So, da, jetzt hab ich's. Ja, das war bei mir auch gerade. So, ein edles neues. Ach so, okay. Das ist jetzt wahrscheinlich. Also, etwas Star- zu. Ja, für Star Stable Horses gibt es was Neues. Da gibt es ein neues Pferd. Was man halt über die App leveln kann und sich später ins Spiel holen kann. Clipmeli, gut dir. Wir haben heute im Wald ein Skelett von einem Wolf, Fuchs, Wildschwein gefunden. Sicher, dass es davon ist? Vielleicht ist es ja auch von einem Menschen. Wer weiß? Und was habt ihr mit dem Skelett gemacht? Ja, ganz bestimmt nicht mit nach Hause genommen, ne? Warum nicht? Ein bisschen polieren und sauber machen, da hat man ein schönes Skelett zu Hause. Was? Ich finde, dieses Pferd ist ein bisschen langsamer als das. Obwohl, das ist auch erst Level 5. Das kommt. Ja, ja, ja. Nee, der Kopf war circa 30 cm lang. Ja, okay, kann beim Menschen genauso sein. Toll. Also, kommt auf den Menschen drauf an. Ich hab Star Stable Friends drauf. Siehst du, ich kann ja mal Star Stable Friends streamen. Nee, Star Stable Horses. Aber dann ist der Stream, glaube ich, innerhalb von 5 Minuten zu Ende. Was? Haben es zerstört? Warum tut ihr sowas? Vielleicht war er noch gar nicht tot. Ein Kleidstil. Und auch Skelette kennenlernen, ja? Ihr habt ja schon mal das Skelettpferd gesehen. Zur Halloween-Zeit bei SSO. Oh, der sieht ja knuffig aus. Wer sieht knuffig aus? Das Pferd ist bei Horses. Ach so. So, ich muss mal ganz. Wie kommt es eigentlich, dass du um diese Uhrzeit schon online bist? Beziehungsweise schon zu Hause bist.
Move. Aha. Da steht jemand. Ups. Nein! Doch, es hat noch gezählt, Gott sei Dank. Ach, Olli, mein bester Freund hat die Zähne von dem Vieh mitgenommen. Ja, ist doch was. Was hat man davon? Und dann ist auch die große Frage, hat das Tier irgendwas, ne? Man weiß ja nicht, aus welchem Grund ist dieses Tier gestorben. Mhm. Und das Skelett haben sie zerstört. Ach so, okay. Ja. So, und das nächste Rennen. Dann ist ja mein Pferd gleich schon Level 6. Ich bin ja so schnell heute. Ich kann ja so lange live sein, bis ich mein Pferd auf Level 15 habe. Obwohl, dann müsste ich, glaube ich, 3 Tage wach bleiben oder so. Also durchgehend live bleiben. Ja, irgendwie noch recht langsam hier. Mit Medi schreibt nix. So, dann habe ich schon mal Morland fertig. Und dann mache ich doch hier gleich noch die Rufquest, weil ich muss hier noch ein bisschen bei den Bobcats mich hochleveln. Aber es sind schon ziemlich viele Leute, muss ich ja mal sagen, online, ne? Dafür, dass wir es gerade mal 15.30 Uhr haben. Oder 15.35 Uhr. So, bin in Discord. Du bist in Discord. Wenn du in Discord bist, dann kannst du doch mit uns reden, ne? Was ist denn jetzt los? Dich sehe ich und Lilly geht? Aha. Hallo. Hallo. Ich glaube, du hast gerade Lilly verjagt. Ich habe dich reingezogen und sie war auf einmal weg. Nein. Seltsam. Dann gehe ich wieder. Na, ich glaube, das hängt nicht mit dir zusammen, weil sonst wäre sie ziemlich schnell gegangen. Alles gut bei dir? Ja. Bist du auch in SSO online? Ich komme. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir uns auch sehen, weil es ist ziemlich voll heute. Um diese Uhrzeit. So, auf dem Weg zu den richtigen Bobcats. So, jetzt muss ich mal hier wieder ein paar Aufgaben machen. Benutze Striegelbürste. Okay, wo habe ich die denn? Dann gehe ich mal auf meinem zweiten Account online. Ach so, du bist ja nicht auf Server 4, ne? Nur mit meinem zweiten Account. Warum nicht mit deinem ersten Account? Weil das einen Grund hat. Ach so. Wie sieht's mit dem zweiten Account aus? Ist das auch Lifetime? Ja. Ach, dann ist ja alles gut. Ja. Weil ich wollte mich noch woanders aufhalten, außer hier. Yasset. Außer in Morland. So. Gut, dann habe ich das auch erledigt. So, dann geht's jetzt weiter nach Fort Pizza. Ah, nach Fort Pizza. Genau. Ja, Fort Pizza solltest du schon kennen. Ja. Da bin ich sogar gerade auf meinem zweiten Account. Achso, ja. Und noch auch gleich noch läuft mein Spiel flüssig. Noch. So, ich guck mal, ob Lilly wieder mittlerweile in Discord ist. Nee, sie ist tatsächlich verschwunden auf einmal. Wo ist sie denn hin?
Vielleicht ist ihre Internetverbindung abgekackt. Hier steht Active on Mobile steht neben ihrem Namen. Das heißt, sie hat wahrscheinlich einen Anruf reinbekommen. Ich glaub, ja, das kann auch sein. Ich glaube, sie wird das angezeigt im Discord, wenn man telefoniert, dass die Person telefoniert? Ich weiß es. Ich glaube sogar gar nicht. War ja auch ein bisschen stalking-mäßig, ne? Dass man im Discord sehen kann, wenn jemand telefoniert. Ja, deshalb glaube ich eher nicht. Obwohl, dann müsste auch Daniel gerade telefonieren. Ich weiß es nicht. Gute Frage. Aber wird sie uns vielleicht später verraten? Na, wo sind wir denn? Wo wir sind? Auf dem Weg nach Fort Pinter. Ah, nach Fort Pizza. Ich bin schon da, ich warte dort. Okay. Also ich will heute mein Pferd auf Level 15 bringen und sämtliche Rufquests machen. Ne? Das ist, also ich muss ganz dringend Rufquests machen, weil ich habe keine richtigen Quests mehr. Ne? Ich habe bloß noch Herzen. Also ich kann nur noch machen Dark Horse Ölplattform. Was, da habe ich eine Quest? Ist die neu? Also die habe ich auf jeden Fall. Dann habe ich noch in Fort Pinter was. Langeweile auf dem Pferdemarkt. Okay, das kann man dann auch gleich da machen, wenn man schon mal da ist. Oh, ich habe noch ein paar Quests auf dem Account. Ja, ich habe so gut... Also ich habe nur zwei in Fort Pinter und eine Quest in im Dark Horse halt Ölplattform. Und das war's. Ich bin Level 13 auf dem Account. Ja, ich 18. Das letzte Mal, als ich hier drauf war, war ich Level 12 oder 11. Aber ja, mein anderer Account ist Level 20. Ah, dann kommst du hier noch nicht mal nach Epona und so, ne? Und Dinotal und so. Dinotal weiß ich gerade noch gar nicht. Nee, noch nicht. Aber auf meinem anderen bin ich. So. Ja. Wie heißt du nochmal? Ja, ich stehe hier bei dir, ne? Leonie Pineland? Vielleicht. Ich sag's dir nicht. Okay, dann heißt es ja. Wie heißt du denn eigentlich? Oh, ich habe eine Anfrage bekommen. Ich kann sie gerade nicht annehmen, weil das Rennen gerade startet. Aber jetzt kann ich sie, glaube ich, annehmen. Während des Rennens geht's, glaube ich. Nein, und mitgenommen. Und Eileen Moonhouse. Ach, da habe ich dich doch gesehen. Ja. Aber ich glaube, den Namen habe ich noch nie gelesen, oder? Habe ich den schon mal gelesen? Weiß ich selbst nicht. Also ich glaube, bisher bin ich dann immer mit meinem ersten auf Server 4 gegangen. Ich habe auch jetzt gerade irgendwie... Kann es sein, dass du in Discord besser klingst als in TeamSpeak? Also zumindest versteht man dich hier um einiges besser als... Das kann sein. Hm. Ich weiß selbst nicht, woher das kommen könnte. Ist mein Pferd langsam. Meins ist auch noch relativ langsam. Aber ich bin gleich Level 6, dann ist alles gut, dann ist mein Pferd wieder extrem schnell. Nein. Ich bin aus SSO rausgetappt. Das kenne ich auch mal ganz gut. Gerade als ich über den Zaun bei der Abkürzung springen wollte. Mein Pferd ist nicht gesprungen, ich will ein neues Pferd haben. Das denke ich mir auch manchmal so. Ich habe mir auch fest vorgenommen, ich werde es erst alle Pferde ausleveln. Außer es kommen neue Urpferde, aber das wird jetzt erstmal nicht der Fall sein. Ich hoffe, dass bald mal wieder die Pony-Urpferde kommen. Ich fand die so knuffig. Mir fällt auch gerade noch so auf, jetzt ist doch bald Ostern, ne? Es müsste ja auch bald das Osterupdate kommen, also so nächsten Monat. Ja. Ach, die Zeit vergeht. Ja, glücklicherweise habe ich morgen schulfrei. Ja, morgens Feiertag. Ja, aber bei uns wäre das selbst bei dem Feiertag nicht gewesen. Ah, wir haben nur, du kommst nicht aus Berlin direkt, du kommst ja aus Brandenburg, ne? War doch irgendwie so. Ja. Bei uns wäre das halt so gewesen, wir hätten den Tag gehabt. Aber wir haben den halt jetzt doch nicht Schule, weil der wurde als Ausgleich rausgenommen aus den Schultagen, weil dafür an einem Samstag ein Schulfest stattfindet, was für die Schulkinder Pflicht ist.
Ja gut, dann habt ihr da was zumindest einen Ausgleichstag. Und es ist ja eh Frauentag. Also von daher. Mein Pferd ist zu fett, es kommt. Ich komme sonst immer hier hoch. Tja, meins kam da hoch. Kommen da hoch, genau. Ja, ich bin fast drüber gefallen. Ich stehe hier halb über dem Abgrund. Ich komme eigentlich immer hier hoch. Jetzt. Jetzt hat's geklappt. Ich bin auch schon drauf. Ja. Hallo? Hallo? Schade, dass ich dich nicht runterschubsen kann. Also nicht, dass ich das jetzt vorher hätte oder so, ne? Aber. Ich glaube, meine Nichte hat mir das Pferd vor kurzem hier hoch drauf geholt. Weil meine Nichte halt auch Zugriff auf diesen Account hat. Auf ihrem ist sie halt erst Level 10 und da sie wollte halt auch mal nach Dandai und so weiter, wo sie halt noch nicht hin kann. Sie ist auch halt erst vor kurzem Level 10 geworden, deshalb. Okay. Ja. Na gut, ich mache mal ein bisschen weiter. Oh, da schreibt jemand Lena. Okay, das bin ich nicht. Ups. Ja, ich auch nicht. Ich bin ja Leonie. Ich bin Leni. Ich bin Leonie. So, ja, ich mache jetzt, glaube ich, einfach mal die kompletten Runden mal so durch. Und da, wo ich halt noch Rufquest machen muss, mache ich die auch gleich mit. Weil irgendwann brauche ich wieder die... Ich habe so viele Quests, die ich eigentlich machen könnte, die nicht gehen, aus dem Grund, weil mein Ruf noch nicht so weit ist. Ach so. Rosengarten, da geht's los, ja? Dann Westkap Fischerdorf. Da fehlt mir noch was. So, dann Goldspur Farm. Dann Sunfield Farm. Dann Sunfield Farm habe ich auch richtig lange gebraucht. Dann bei Nick ist noch was, beim Lagerplatz. Dann New Hill Quest. Also ich habe da wirklich noch einen und Mondsicheldorf. Ich habe es gerade Blödsinn gemacht, ne? Ich wollte doch noch in Fort Pinter die Quest machen. Ja. Ja, das mache ich dann nach Steve. Dann reite ich nochmal zurück. Obwohl, ich bin ja noch fast Fort Pinter eigentlich. Kann nochmal kurz zurückreiten. So. 1, 2, 3. Ja, ich reite nochmal kurz zurück. Okay. 6, 7, 8. Ich habe heute so viel Zeit. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. Ja, 17 Quests noch. Ja, also insgesamt hätte ich theoretisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hätte ich. Aber von den 8. Nee, das stimmt nicht, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 Quests hätte ich. Von den 10 Quests kann ich aber 7 nicht machen. Weil mein Pferd nicht ausgelevelt ist. Mein Ruf nicht ausgelevelt sind. Also. Mein Ruf total schlecht ist, sagen wir es so. Huch. Ja, ich hab da nur. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Also insgesamt hätte ich 21. Aber davon kann ich halt diese vier nicht machen, weil ich dafür mehr Ruf brauche. Hallo Ferdinand. So. Hallo Ferdinand. Von Ferdinand, die Quest habe ich schon mal. Wo ist? Da ist der Wandermarkt. Ich hätte halt gehofft, dass es ein Pferd, kommt, was ich noch nicht hätte. Aber ich habe halt schon zwei oder drei Araber. Ach, da drüben. Auf meinem ersten Account natürlich. Zum Beispiel habe ich den. Ich habe diesen grau-weißen. Warte, ich komme mal zurück. Du bist ja jetzt noch hier, ne? Ja, also ich bin jetzt gerade beim Wandermarkt angehalten, um mir die Pferde nochmal genau anzuschauen. Also das einzige Pferd, was mir wirklich von den Arabern am meisten gefällt, ist dieser dunkelbraune. Keine Ahnung, ich finde das Türkis voll schön dazu. Weil ich habe halt schon einen ähnlichen wie den hellen dort. Den...
Ja, und den grau-weiß gescheckten habe ich auch schon Hier ist ein auf meinem Pferd, wo ich mir ersten so denke, wenn Account. ich mich da draufsetzen würde, dann würde das Pferd einfach mal kaputt sein. Hier das Oh. arabische Vollbluttier, das kleine Mini-Pferdchen hier, das Welches da. meinst du? Na, ich stehe gerade davor. Hö, wo bist denn du? Noch in Fort Pinter, oder? Ja, ich bin hier bei dem Ach so. Pferdemakler. Also in Fort Pinter beim Pferdeverkauf dort, Ja, oder? richtig, genau. Weil ich habe da gerade die Quest bei Ferdinand und so weiter angenommen. Luciana ist hier, die liebe Luciana mit ihrem schwarzen Lusitano. Mach mal kurz parallel einfach mal kurz die Quest, die ich hier vorne haben. Pinto, nicht wahr? Was für eine merkwürdige Rasse, aber wer bitte schaut sich ein Araber an und denkt, hey, das Pferd braucht noch ein paar Flecken? So. Olli, guck mal in den Freundeschat und inspiziere mich mal und sag mir mal, welches Pferd ich reiten soll. Okay, kann ich gleich machen. Obwohl es ja am Ende eh deine Entscheidung ist, ne? Welches Pferd du reiten möchtest. So. Aber ich guck gleich mal. Du hast auch ein paar Pferdchen. Ich habe so gut wie keine Pferde. Ja, wie viele denn? Warte mal, ich kann ja mal durchzählen oder Also, weißt du das aus dem Kopf? frag mich jetzt nicht. Das, aber ich glaube, das sind schon Sechs. über 10. Sieben, acht, neun, zehn, elf, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, habe ich gesagt, ne, über 10 sind das. Ja, nah an 20 dran. Also auf meinem ersten Account habe ich, glaube ich, 73 Pferde. So, Ein ich paar. inspiziere sie jetzt mal. Spieler Level 20, das ist ja schon. Da bin Ja, ich auf auch meinem. bald. Tja, es kann eine Weile dauern. Also 20 ist wirklich schwer zu erreichen. Ich habe da. Diese Angeberin, ja? Ausgelevelt. Das sind Oh, so war meine damalige Freundin auch, in dessen Club ich mal war. Oh nein, mein Pferd ist tot. Also ich sag dir jetzt nur eins, nimm das Pony aus dem Grund, weil das das einzige Pferd ist, was du noch nicht ausgelevelt hast. Und dann hast du zumindest ein bisschen was davon, wenn du ein paar Rennen machst. Also ich würde sagen, nimm, wer heißt das? Boy Jovikisch Startpony. So. Weil das ist das einzige, was noch nicht ausgelevelt ist. Ach Obwohl ich Gott. diese Shire ja, die Shire ja auch mal richtig schön finde. So, ich mache jetzt Steve das Rennen. Ja, bei Oh Steve Gott, bin ich noch nicht. Ich mache hier kurz die Quest in Fort Pinter. ich werde da auch eine kleine Weile brauchen, Für das weil Rennen. ja, bei mir leckt es halt zwischendurch etwas öfter. Sagen wir es so. Ja, ich mach kurz in Fort Pinter die Quest von Ferdinand. Und Bin doch, ich an der Fahne vorbeigerannt. das mache ich tatsächlich. Ja. Und anschließend werde ich dann auch mich zu Steve begeben. Warum sterbe ich denn aus dieser kleinen Höhe? Ich will doch nur. Das bekomme ich doch sonst auch immer hin. Los, runter. Ja, perfekt. Oh Gott. Mensch, Pferd. Was jetzt, Mensch oder Pferd? Soll das hier? Wieso, okay, Papa? Wieso schreibst du jetzt Papa? Jetzt fühle ich mich sofort wieder total alt. Ach, hier unten ist gar nichts. Das scheint alles oben zu sein.
Was los? Ich komme nicht über dieses komische Hindernis. Du spielst wohl nicht so oft SSO, oder? Doch. Also eigentlich jeden Tag, aber ja, okay. Manchmal auch wieder nicht jeden Tag, weil... Es gab in letzter Zeit... Es gab bei mir vielleicht jetzt ein, zwei Videos, ja, also ein, zwei Videos höchstens, wo ich nicht gestreamt habe, sonst habe ich eigentlich immer SSO gestreamt und dann kann man sich ja ausrechnen, wie oft ich SSO spiele, das ist jetzt wirklich nicht so oft. Ja gut. Ja, also in letzter Zeit spiele ich halt nicht mehr ganz so oft SSO, weil ich bemerkt habe, dass mein Laptop ein paar Probleme hat. Und SSO nicht mehr wirklich flüssig auf die Reihe bekommt. Halt durchgehend nur mit 10 FPS. Und ja gut, 10 FPS ist jetzt nicht gerade wirklich viel. Nee, also normalerweise, sonst hatte ich immer so 70, 50 bis 70. Aber jetzt sind es halt durchgehend nur 10. Muss halt an dem Laptop liegen. Der ist halt auch schon älter. Ich wünsche mir zu meinem Geburtstag jedenfalls einen neuen. Kann zwar noch eine Weile dauern. Wann hast du den Geburtstag? Im Oktober. Na, ist ja bald, ne? Wir haben ja jetzt schon März. Ja, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. 7 Monate noch. Ihr siehst, du hast noch wenige Tage. Naja. Ist ja noch eine Weile. Und bis dahin bin ich halt nicht mehr durchgehend online, wie sonst immer. So, dann bin ich jetzt auch mal fertig geworden mit dem Rennen. Nein, ich bin abgestürzt. Juhu, ich bin fertig geworden. Ich habe es geschafft. Dein Pferd ist um ein Level gestiegen. Vielen Dank, Nako. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich die anderen Warnschilder hinmachen muss. Ich glaube, die waren eigentlich hier oben, auf den Türmen. Aber hier ist nichts. Das muss doch alles unten gewesen sein. Gut, dann gehe ich wieder runter. Habe ich hier nicht noch andere Schuhe dabei? Paddockstiefel, Herbststiefel... Dressurstiefel. So, nein, das nur aus Spaß, Olli, weil mein Dad ist auch so, wenn was nicht fertig, perfekt ist, soll ich das machen. Soll ich einen Pony oder Shire? Ich würde wirklich sagen, einen Pony, ne? Du kannst da ein bisschen leveln mit dem Pony und dann wird es auch ein Level up. Gut, hier ist nichts, also runter. Und das war klar, das ist mein Pferd. Ich glaube, ich bin gleich in Morland, wenn ich so weitermache. Magdalena Rumes, hi und hi, Horse Love Horse. Was? Dein erstes Video, was ich von dir sehe. Ja, schön, dass du reinschaust. Deine erste Nachricht, die ich von dir lese. wo muss ich jetzt überhaupt hin? Tja, das weiß ich nicht. Das musst du schon selbst wissen. Na, du weißt es sicherlich auch. Du hast sicherlich schon das gemacht hier. Ja, oh, vielleicht. Ist das doch unten am Strand? Ich glaube, ja, ich werde... Ja, unten am Strand sind die zwei Punkte. Was ich glaube, ich werde mal ein paar Quests machen. Dann werde ich vielleicht heute auch noch Level up. Du wirst Level 21 werden. Nee, Level 14. Ja. Stopp! So. Das Lustige ist ja, ich spiele eigentlich diesen Oktober, am 29. Oktober habe ich genau 2 Jahre Lifetime. Ich auch. Ich glaube, bei mir ist es auch, ich habe glaube ich 2017 mit SSO begonnen. Ja, das heißt, dieses Jahr im Oktober oder November müssen es bei mir 2 Jahre sein.
Das Lustige war noch, ne? Ich habe mir zuerst gedacht, okay, ich teste das Spiel einfach nur mal an. Das heißt, ich spiele es noch gar nicht so wirklich, nur einfach mal testen, einen Livestream davon machen. Und dann war es so, dass ich dann bei dem einen Livestream dazu dann festgestellt habe, okay, ist gar nicht mal so schlecht. Und dann habe ich auch im ersten Livestream sofort schon Level 5 oder Level 6 erreicht, ne, und konnte ich weiterspielen. Dann dachte ich mir so, okay, um es noch ein bisschen zu testen, hole ich mir einfach mal für drei Monate Starwider. Ne? Für 3 Monate. Hm. Problem ist, die 3 Monate, ich habe eine Woche gespielt und dachte mir so, okay, scheiß auf die 3 Monate, ich habe jetzt zwar schon Geld ausgegeben, ich hole mir jetzt Lifetime. Das heißt, eigentlich hätte man die 3 Monate sparen können, weil ich mir dann eh Lifetime geholt habe. So, Emi und Joe, hi! Wie geht's dir oder euch? Das weiß ich noch, wo Olli sich Lifetime gekauft hat, da war ich dabei. Da warst du live. Genau, ich war live bei Lifetime. Bei Lifetime dabei. Ich war live dabei, wo ich mir Lifetime geholt habe. Und Emily Candlequest, hi, schön, dass du bei Twitch auch schreibst. Du bist immer die einzige Person bei SSO, die in Twitch live ist und zuschaut. Ah, cool. Also sieht so aus, als ob ich heute ins Dinotal kommen könnte. Im Dinotal war ich schon total lange nicht mehr. Ich müsste auch mal ein bisschen leveln. Beziehungsweise. Jedenfalls bin ich sogar auf meinem anderen Account, fällt mir gerade ein. Da bin ich sogar auch mit Level 13 ins Dinotal gekommen. Ja, ich glaube, ab Level 13 ging es auch, ne? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Da war ich noch relativ früh. Ja, aber ich glaube sogar. Ich glaube. Da war ich sogar Jorvikstall viel später. Also Jarlheim. So insgesamt das Gebiet dort. Da war ich viel später. Keine Ahnung. Das war etwas komisch. Ah, Mali. Wie du schon einmal mal knallhart alle Rennen machst. Marley will mit mir sprechen. Was will er denn von dir? Wetten, du sollst Rennen machen? Vielleicht. Ja, wie ein neues Wunder. Oder noch mehr Kirche in der Familie. Juhu. Marley, Schwester Courtney. Ja, komm. Im Wettbewerb auf Marleys Koppelteil nehmen. Marleys Helm. Ich glaube, jetzt muss ich wirklich hier hoch. Er sieht sogar gar nicht mal so scheiße aus. Ich glaube, da oben ist jetzt ein Pferd, oder? Ich weiß es gar nicht. Das Lustige ist, ich habe sogar in einem Jahr, glaube ich schon, nach einem Jahr ist das Urspielen, habe ich schon. Warte, da war ich irgendwann Ende Level 19, als ich genau ein Jahr SSO gespielt habe. Und dann so einen Monat danach bin ich Level 20 geworden. Aber das hat wirklich irre lange gedauert. Viel Spaß beim Questen auf Level 20 zu. Du kennst ja Uli, ne? Die hast du bei uns auch schon gehört und so. Unsere Uli. Ne? Mhm. Sicherlich. Sie hat sich Starwider geholt. Und sie hat es geschafft, innerhalb von den 3 Monaten, wo sie Starwider geholt hat, es geschafft auf Level 19 oder Level 18. Sie hat, glaube ich, jeden Tag gesuchtet. Ja, bei uns im Club gibt's auch so eine Quest-Süchtige. Die macht wirklich jeden Tag alle Dailies, bis sie Quests bekommt. Und hat sogar ich glaube, sie war innerhalb von 5 oder 6 Monaten, hat sie es geschafft, von ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viele Monaten, aber so richtig wenig irgendwie. Da muss ich mal fragen.
Also wenn man wirklich jeden Tag alles macht, dann kann man das tatsächlich wahrscheinlich sogar schaffen. Aber die Zeit hätte ich gar nicht. Da war sie. So, ich glaube, jetzt habe ich alle Quests durch, oder? Ja, gut. Dann ab nach Steve. Ja, jedenfalls hat sie mal erzählt, dass sie irgendwie nur... Sie hatte sich mal 3 Monate Star Rider geholt. Und hat dann in 2 Monaten davon irgendwie schon Level 16 oder 18 gehabt. Hat sich dann so gedacht, so, wenn das jetzt schon so gut läuft, ich mache einfach weiter. Und durfte sich danach auch Lifetime holen und war nach den 3 Monaten hat es geschafft, Level 20 zu sein. Irgendwie war das so. Ja, okay, das würde ich auch schaffen. Theoretisch, wenn ich die Zeit hätte und jeden Tag einfach mal durchsuchte. Ich habe nur die Zeit hätte. Richtig. Und ich bin Emily Candlequest, ich gucke jetzt auf YouTube zu. Okay, die Nacht habe ich glaube ich sogar schon gelesen, oder? Der Nightbot spammt gerade schon wieder total. Nightbot, mal schreibt mal ein bisschen weniger. Werde ich heute mein Pferd auf Level 6 bekommen? Das wird spannend. Okay, eigentlich muss ich dafür nur ein einziges Rennen machen, aber werde ich es schaffen? Wirst du es schaffen? Also zwischendurch, es läuft relativ okay. Manchmal sogar mit 20 bis 30 FPS. Heute mal, ausnahmsweise. So, ich bin jetzt bei Steve angelangt. Kann auch sein, dass mein Vater mal wieder die Treppe auf meinem Laptop erneuern müsste. Oder du hast zu viel auf deinem Laptop drauf. Kann eigentlich nicht sein, weil ich habe eigentlich so gut wie gar nichts drauf. Ich habe den vor kurzem auch erst geleert. Ach so, okay. Alle Apps bzw. Spiele, die ich drauf hatte, die ich nie benutzt habe, habe ich rausgenommen. Ich habe eine Freundschaftseinladung. Von wem könnte die wohl sein? Von mir nicht. Ich glaube, sind wir schon befreundet mit dem Account? Weiß ich gar nicht. Ich glaube sogar gar nicht. Nee. Nee, das zeige ich nicht an. Das ist auch krass. So, im Ziel. Ich bin erst Level 13, obwohl ich schon 2 Jahre SSU spiele. Naja, bin da mal weg. Klick mir die bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Und ja. Emi und. Wieso eigentlich Emi und Schur? Das musst du auch mal erkennen. Und 2 Jahre SSU und. Ja, Mestepilis. Ja, ich höre zu. Mein Pferd ist Level up. Bella Doxton. Jetzt wird spannend. Was kommt jetzt? Ah! Oh, Lina hat sich ausgelockt. Obwohl, hat sie ja gesagt. Ah. Du leckst gerade ein bisschen. Ich glaube, das könnte sein, weil ich... Oh. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Liegt daran, dass ich gerade nichts gesagt habe. Ach so, okay. Du hast gerade meine Freundschaftsanfrage angenommen, deswegen hat es wahrscheinlich geleckt. Das war danach. Ach so. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Jetzt kommen so diese 2 Freundschaftsanfragen und dann
Schon mal die Bella. Hey, Lust bei einem kleineren Club vorbeizuschauen? Also eigentlich möchte ich ja nicht unbedingt bei einer Accounts in einem Club sein. Weil ich halt regelmäßig auf meinem ersten drauf bin. Bei dem ich ja schon in noch ein Freundschaftsantrag. Was ist denn mit Spielern hier auf so viel los? So ein Nightlock. Lockrock hat jetzt wieder seine. In mein Club. Ach Gott. Das war ja selbst auf der Wahnsinn nicht so schlimm. Du klingst trotzdem ein bisschen komisch gerade. Seit wann kann die Spinne, die für die Satteltasche bekommt, in. Und an der Tasche dran kleben. Du klingst gerade komplett nach Alien. Beziehungsweise mehr Roboter. Oh. Jetzt sagt mir jemand Hallo und ja. Oh, dann Hallo kam wieder gut an. Und der Rest wieder nicht. Ja. Ja. Was ich sonst noch empfehlen könnte, wir könnten auch ins Teamspeak gehen. Vielleicht ist da die Qualität besser. Bei Teamspeak verbraucht, glaube ich, nicht so viel wie jetzt zum Beispiel Discord. Das kann sogar sein. Also kenne ich das zumindest. Wo habe ich denn überhaupt? Channel switched. Sound resumed. Ich bin einfach mal parallel ins Teamspeak rein. Ja, dann gehe ich auch mal auf den Teamspeak drauf. Prime Rockets. Okay. Die Grace hat mich direkt zum Club eingeladen, als ich neben ihr stand. Okay. Dann würde ich vorschlagen, dann wechseln wir mal einmal auf Teamspeak, oder? Vielleicht singst du dann besser. Ja. Okay. Bis gleich. Ja, bis gleich. Bin ich ja mal gespannt. Diese Stille. So, gut, dann düse ich jetzt hier schon mal weiter. Weil das nächste wäre ja jetzt theoretisch das Hasenrennen. Ich mag es überhaupt nicht, aber naja. User was moved to your channel. Hallo. Hallo. Denn Hallo kam sehr gut an. Okay. Dein Okay auch. Ja. Dein Ja auch. Ja, gut. So. Das ist doch. Oh. Ja, ich glaube, bei Teamspeak musst du bloß irgendwann dein Mikrofon noch ein bisschen unempfindlicher einstellen. Weil manchmal so die Wörter bei dir abbrechen. Los, Häschen, bleib stehen. Geht doch. Oh, ich habe erst drei Hasen. Ich glaube, das wird das nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Los, komm. Ich bin gerade. Ich war noch nie so schlecht beim Hasenrennen. Obwohl. Mal gucken. Ich habe jetzt noch eine Minute. Wieso kann ich das nicht an? Ich kann ihn nicht anklicken. So. Hallo Hase. Lass dich bitte anklicken. Ich glaube, ich schaffe das eh nicht mehr. Boah. Der Laptop nervt mich gerade dezent. So, drei brauche ich noch. 53 Sekunden, das schaffe ich. Aber du klingst jetzt wieder besser. Mhm. Wirklich? Ja, wirklich. Das ist gut. Oh Gott. Eamon Joe, ich komme dazu, wenn das okay ist. Natürlich ist das okay. Wir erwarten dich.
Ach, du bist doch schon längst da. Da steht sie schon neben mir. So. So, ich hab da. Achso, jetzt muss ich zu Mali. Jetzt komme ich erst bei Mali an übrigens, ja. Ja, die Zoe Nightlock. Suchst du zufällig einen netten Clubi? Ich glaube, du bist clublos, ne? Deswegen bekommst du gerade 1000 Anfragen. Ja. Also, die haben vorerst noch keine City. Ja. Aber es gibt nur einen einzigen coolen Club, ja. Ja, Iron Dragons. Ich wollte was anderes sagen, aber ist okay. Das war mir klar. So. Ja, die Nina schreibt, wollte fragen, ob du vielleicht bei uns schnuppern willst, sind aktiv nicht. Musst du knallhart sagen, ja, okay, mach ich gerne. Dann gehst du rein, schnupperst einmal und schreibst die wieder raus. Glitzerbienen? Ja, Glitterbees. Ich finde ja meinen Namen vom Club schon peinlich, ja. Aber das ist ja. Unser damaliger war Green Apples Army, hallo. Grüne Apfelarmee. Ja, was soll ich denn sagen? Wir sind die süßen Bubbles Army. Also Bubble. Und da kam ein. Was versteht da? Challenge 12. Danke für dein Abo und ich hab jetzt. Honeycrest Camp. Hey, suchst du einen aktiven Club? Wollen mich hier bestimmt heute alle veräppeln. Ich glaube, die machen das alle Absicht gerade. Soll ich mal aus meinem Club raus? Obwohl, da komme ich nicht mehr rein. Oh, bist du schlau. Kann ich überhaupt meinen eigenen Club verlassen, wenn ich der Inhaber bin? Nein. Dafür müsste ich den, glaube ich, komplett. Ja. Ja, nee, ich habe fast. Also, ich habe fast. Also, ich ungefähr in 30. An die 30 Mitglieder habe ich. Und die jetzt alle opfern, das wäre dann ein bisschen doof. Daylight ja, Girl! Hi, wie geht's dir? Chris Kemp, wie heißt denn der Club von der Annie? Oh. Sturmwolf Clan. Und ich sehe eine Loot, ich sehe eine Loot. Was soll ich dazu sagen? Der Sturmwolf Clan. Ja, da musst du unbedingt reingehen. Nein, da hören sich sogar die Prime Rockets besser an. Rocket Family. Die Grace macht hier ordentlich Werbung im Global Chat. Oder ist das der Globi? Soll ich Werbung machen für den Stream jetzt? Mach's doch, wenn du denkst. Nee, das mache ich nicht. Das habe ich einmal gemacht, morgens um 7. Und hey, wir hatten zwei neue Abos bekommen, ne? Aber die haben schon lange nicht mehr reingeschaut. Ich glaube, das eine war Monique und wie ist die andere Person nochmal? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Oh. Also, die Chris. Da schreibt sie Prime Rocket. Rockets, die Rocket Family. Sucht noch Unterstützung. Na los, du musst da unbedingt hingehen und unterstützen. Wir sind ein warte mal, jetzt hat sie gerade noch mal was reingeschrieben. Wir sind ein großer und sehr aktiver Club mit CT am Wochenende. Machen spontane CT unter der Woche. Clubpferd ist der Lusitano, Interesse oder ja, ne? Jupiter Aces sind besser, sind geiler, schreibt Daylight Girl. Naja. Ist wahrscheinlich ein Club, der dir gehört, oder? So, eine neue Person. Ich bekomme so. Greenberg. Ich bekomme so viele Follower auf Instagram, ja. Mit was aber irgendwelche Werbedinger sind, die einen Tag später wieder weg sind. Ich werde zugespammt mit 20, 30 Stück am Tag, ja, denke mal, okay, ganz viele neue Follower bei Insta. Einen Tag später alle wieder weg. Da kommt
Da kommt einer aus Österreich. Aus Österreich, ich mag Österreich. Österreich ist mein Lieblingsland. Also, ich mag ja persönlich die Schweiz. Die Schweiz mag ich jetzt nicht so sehr. Wahrscheinlich allein aus dem Grund, weil ich die weniger verstehe, weil das ist ja wirklich schon ein sehr starker Dialekt. War auch schwierig für mich. Das erste Jahr in der Skischule damals. Ach, das waren noch Zeiten. Vor 5, 6 Jahren. Ja, Joli kenne ich nicht, der Dead Girl. Was ich da noch sagen wollte zum Thema Schweiz, ich habe ja ganz viele Schweizer Kunden bei mir auf Arbeit. Und also wenn sie versuchen, dann tatsächlich Hochdeutsch zu reden, ja, dann geht es. Aber sonst ist es da wirklich teilweise, zumindest für einen Olli, sehr schwierig. Ja, und in Österreich ist es mittlerweile da ganz anders, weil da verfalle ich automatisch ins Dialekt von den Österreichern. Oh Gott. Nein! Was habe ich getan? Mein Pferd hätte sich jetzt schon alles gebrochen, wenn das mit der Einigung so passiert wäre. Oh, das New Hillcrest Championat startet gleich. Gott, jetzt kommen die mir alle mit Club. Mit. Klubra. Kommt die nächste. Hey, suchst du einen Club? Denk mir so. Nee. Warte, jetzt schreibe ich auch noch gleich. Hey, nein. Suchst du einen Club? Wir sind sehr bekannt und so. Wir haben ganze 10 Mitglieder. Nee, 20, 30. Jetzt kommt noch einer an. Locker kommt die jetzt auch gleich. Willst du in meinen Club? So, der hat geschrieben, ich bin in dem Club nur, komm, jetzt muss ich lese gleich nochmal, ich muss kurz das Rennen zu Ende machen, sonst geht das hier schief. Und mitgenommen. Und das hat funktioniert, perfekt. So, ich bin in dem Club nur, für Dressur Fortgeschrittene. Ach so, ja gut. Ich hab dir bereits geschrieben, genau, geschrieben. Geschrieben, Carla Greenberg. Nein, danke, aber ich möchte nicht in die Glitzerbienen. Hat sogar im Globalchat irgendwo gesagt, ja, suchen noch eine Trainerin. Könnte ich theoretisch machen? Ich bin nicht wieder zu schlecht dafür. Ja, wobei ich dem anderen Club da, bei den Iron Dragons, hab ich auch gesagt, ich möchte. Ich möchte bald. Also, die Clubbesitzerin hat. Was Schlaues, sagen wir mal so, entwickelt. Möchte
erst die Leute zu Reitlehrer und Clubleiter. Ja, und zum Meister, der bei uns im Club der Streitlichter sein soll. Ausbilden. Aha. Und wenn er diesen kleinen Test besteht, darf er dann praktisch Meister, also Streitschlichter. Reitlehrer und dann Clubleiter. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber bei mir ist man innerhalb, wenn man aktiv ist, ja, ist man bei mir schon innerhalb von 2 Tagen mindestens Reitlehrer. So. Und wer will erstmal Club? So. Gut, dann kann ich jetzt die Quest auch abgeben. Immer freundlich bleiben. Oh. Die Color Queenberg hat geschrieben, hey, suchst du einen Club? Nee, danke, suche keinen. Zwinker Smiley und sie, okay. Ich habe gerade eine Elin angeschrieben, weißt du, ob sie in einen schönen Club will? Und ich habe Nein zurück. Mit 1000 Ausrufezeichen? Ja, ein paar sind da. Oh, kann ich mir denken. So, gut, dann habe ich das jetzt auch fertig. Ich habe auch einen eigenen Club, schreibt gerade Emi. Ich mache Werbung für die Iron Dragons. Wie heißt denn dein Club? Also Iron Dragons kann ich überhaupt nicht empfehlen, die sind total uncool. Hey, die haben sind auch nur ein bisschen hohl. Ja, da geht's los. Nein, wir sind, uns sind wir cool, aber vielleicht sind manche ein bisschen hohl in der Birne. Und eine ist mit dem halben Server 6 verfeindet. Die ist so richtig freundlich im Global-Chat. Ist die immer durch jeden Ort in Jorvik gelaufen und hat dann im Global-Chat so gesagt, ja, du siehst hässlich aus. Hör mal auf mit deinem Club, mit deiner Club-Werbung und so. Und jetzt ist sie mit dem halben Server 6 verfeindet. Auf welchen Server bist du hauptsächlich? Hauptsächlich eigentlich Server 6. Ach so, okay. The Farmers ja. Gang heißt dein Club? The Farmers Gang? Joi. So einen Namen gibt's? Lustig. Ich wusste gar nicht, dass es, obwohl es Sweet Bubbles Army gibt's ja auch. Sind ja auch 3 Wörter. Ich weiß nicht, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Aber da gibt es ja das allererste Video von SSO. Das ist irgendwo ganz, 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 ganz weit unten. Indien ist es. Okay, mein Laptop will mich heute wirklich komplett verarschen. Aber man hört dich mittlerweile wieder recht gut, ne? Muss man ja mal sagen. Das ist ja okay. Freut mich. Sache ist, irgendwie, hä? Eigentlich habe ich ja bei der Grafik alles ganz unten. Ich habe keinen Schatten. Ich habe, glaube ich, alles an. Unten. Grafikqualität habe ich auch ganz unten. Sieht zwar richtig, wenn ich das sagen darf, zum Erbrechen aus. Ich weiß doch gar nicht, ob es überhaupt so wirklich viel Spaß macht, über einen Laptop Spiele zu zocken. Ich glaube, richtig sinnvoll ist es tatsächlich immer so am so einem richtigen PC, oder? Ja, keine Ahnung. Ist eigentlich. Ja, es ist eigentlich ganz okay. Minecraft läuft auch voll gut eigentlich. Eigentlich. Aber ich glaube nicht mehr, wenn du Vizebeast spielen möchtest oder so. Ich glaube, da würde dein PC dann schon Probleme machen. Macht er auch schon bei Rallying Club Championships? Falls du weißt, was das ist? Sagt mir jetzt nichts.
Ja, das geht über Steam. Ja. Mir fällt gerade auf, eigentlich wollte ich auch mal wieder, das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht, eigentlich wollte ich auch mal wieder seit Ewigkeit mal wieder Odyssey Online spielen. Ja, einfach mal ein paar, also Riding Club so. Kann ich dir empfehlen. Ist auch ganz toll. Luna hat sich eingeloggt. Und ich bin im Ziel. Und wo bist du jetzt gerade? Ich bin gerade in Silverglade und mache eine Quest. In Silverglade? Ach stimmt, du machst ja jetzt die ganzen gelben Quests, ne? Also die ganzen, die dich weiterbringen, sozusagen. Ja. Ja, wie schon gesagt, ich kann dir wirklich das Riding Club Championships empfehlen. Sagt mir gar nichts. Geht halt nur über Steam. Ja, Steam hat ja mittlerweile fast jeder, oder? Der zumindest einen PC hat und Spiele spielt, der hat eigentlich auch Steam. Ja. Ich muss wirklich zugeben, ich hatte eine Weile kein Steam, aber dann habe ich mal mich entschlossen zu holen, weil... Ne? Eigentlich läuft so gut wie jedes Spiel über Steam, was man jedenfalls, ja gut, vielleicht bis auf Minecraft, und das ist so. Minecraft läuft auch über Steam. Aber nur die, die andere Variante da, die... Ja, die andere da. Ja, genau, die andere. Die andere Variante. und SSO, weiß ich nicht, ob SSO tatsächlich vielleicht mal irgendwann sogar über Steam läuft. Aber glaube ich noch nicht mehr so wirklich. Warum sollen sie sich von Steam abhängig machen, wenn die auch ganz gut... Ich glaube, das kann man da auch nicht so gut regeln mit Lifetime und so weiter, dass du dann... Oder mit Starwider, dass du das dann so einstellen kannst, dass du bei Steam... alle drei Monate oder so Geld bezahlen musst. So, und das letzte Rennen. Im Weingarten. Ah, ich bin gerade sogar auch auf dem Weg zum Weingut, aber irgendwie hängt mein Pferd gerade an der Mauer fest. Ups, wo bin ich denn hin? Ja, also hier nach werde ich auf jeden Fall zum Rosengarten da runtergehen, weil da muss ich auch noch was machen. Weil da ist ja auch wieder so ein Punkt, wo mein Ruf total im Keller ist. Ach Gott. Was los? Ich freue mich schon auf meinen Geburtstag. Na, es sind ja noch ein paar Monate, ne? Ja, trotzdem freue ich mich schon drauf. Ich zum Beispiel habe jetzt bald Geburtstag, das dauert nicht mal lang. Warum kommt mein Pferd denn da nicht rüber? Ja, meine eine Internetfreundin, die hatte vor kurzem erst. War... Mein Pferd will nicht laufen. Wann war denn das nochmal? Ich glaube am 18.02. oder so. Ja, irgendwie so war das. Sie ist 12 Jahre alt geworden. Okay. Na, ich werde
nächsten Monat ganz alt. Ah ja, wie alt denn? Sag ich nicht. Das kann man in Zahlen gar nicht mal ausdrücken, so viele Zahlen wie das sind. Naja, komm. Wenn ich mich schon mit meinen 11 Jahren alt fühle. Ja, bei dir ist es auch noch so schön, weißt du, du kannst dein Alter drehen, wie du möchtest, ja, und du wirst nicht älter. Stimmt auch, ja. Aber das ändert sich im Oktober. Dann bist du im Oktober auf einmal 21. Auf einmal? Meine Freundin ist es schon. Meine Cousine wäre schon. So, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte zum Weingarten. Cousine wäre jetzt schon 51. Weingarten, natürlich. 51? Ja, was soll ich denn sagen? Ich werde bald 13. Jetzt wissen wir es alle. Ach so, ja, das, ja, dass ich bald 13 werde. Ich sehe doch auch aus wie 12, oder? So, hallo Agneta. Oh, ganz viele Quests heute, das ist doch schön. Dann nehme ich die mal gleich alle an. Aber wir alle, wie alt du wirst. So. Alles angenommen, was ich annehmen kann. Ah, ich fall gleich von meinem Stuhl runter. Verletz dich nicht. Nein! Ich bin versehentlich auf Escape beim Rennen gekommen und jetzt stehe ich. Kann auch nur mir passieren. So, ich bin im Ziel. Leonie, hi! So, Emi ist auch 12. Das heißt in dem Falle 21. Los, Pferd! Oh, das Pferd macht was. Ich mag die Pferde heute nicht. Ich glaube, mein Pferd ist einfach nur zu dick. So. Achso, dann nutze ich sicherlich das hier. Nee, ich muss doch das nur. Ich muss, glaube ich, vom Pferd absteigen, oder? Ich muss vom Pferd absteigen. Ja, ich muss absteigen. So.
Was mache ich denn hier? Laut Karte ist eigentlich hier was. Nee, da oben ist was. Das ist alles da oben. Ich reite mal total die Unwege. Ich weiß auch nicht warum. Netflix wurde lang, was? Netflix wurde Langeweile, habe dann überlegt, hier vorbeizuschauen und ja, hier bin ich. Ja, ist so schön, dass du reinschaust. Ja, also Netflix, ne? Was hast du mal Netflix geschaut? Netflix müsste ich auch mal wieder schauen. So einen noch. Hallo, ich habe angehalten. Das Pferd stand schon und will auf einmal wieder loslaufen. So. Gut, dann ist das erledigt. Dann gebe ich doch mal alles ab. Haus des Geldes, mir fehlt nur noch eine Folge und bin fertig. Haus des Geldes habe ich durch. Ich fand die letzte Folge, die war jetzt nicht. Erste Staffel oder zweite Staffel? Hast du auch schon die zweite Staffel durch? Ach, ich habe so viele Quests gemacht hier, ja, beim Garten und es reicht nicht aus. Wie viel brauche ich denn noch beim Garten? User disconnected from your channel. Noch 1000. Aber Bobcats, das ist auch richtig mies, oder? Da fehlen mir bloß noch 70 Punkte. Und warum ist jetzt Leni weg? Wo bist du hin? Zweite Staffel, freue mich schon auf die dritte Staffel. Ja, okay, davon musst du aber erstmal die zweite zu Ende geschaut haben, ne? Aber ich finde jetzt die letzte Folge von der zweiten. Also, da fehlt auf jeden Fall noch was. Das ist so ein abruptes Ende. So, weiter geht's. Warum muss man... Geh runter hier. Das klappt sonst immer, dass ich hier runterkomme, ja? Aber heute mal nicht. Okay.
Dein Pferd ist schwer verletzt. So, wo war ich? Ich war... Reitarena. So, wo ist jetzt TeamSpeak hin? Da war sie einfach weg. Oh, Veydale startet in 15 Minuten. Mache ich heute mal bei Veydale, wo mein Pferd ist eigentlich nicht mal annähernd so gut. Also gut genug. Ich bin jetzt vielleicht Level 7. Wenn es hochkommt. Schaff ich's? Nee, ich bin noch nicht mal Level 7. So. Wie findest du aber allgemein Haus des Geldes? Ja, also so an sich finde ich es nicht schlecht, ne? Plus das Ende haben die ein bisschen kurz gestaltet, finde ich. Aber das siehst du ja erst, weil du bist ja jetzt erst in der letzten Folge. Leni, du bist so still. So, dein Lieblingscharakter. Oh, frag mich jetzt nicht. Dafür müssten mir jetzt erstmal wieder die ganzen Namen einfallen. Weil das ist jetzt schon eine Weile her, wo ich sie das gesehen habe. Aber die hatten ja auch alle Städtenamen, ne? So, dann ist das auch geschafft. Level 7 bin ich ja auch schon.
Und da vorne sieht man schon das nächste Herz. Da fehlt mir also auch noch was. Ah ne, das ist ja das, wo ich war. Das war ja unser Garten. Ja, Clipmedi, wo warst du denn? So lange warst du ja jetzt gar nicht weg, ne? So, werde ich dieses Rennen wieder verkacken oder werde ich es schaffen? So. Erstes Hindernis verkackt. Nein. Obwohl, das habe ich noch gut geregelt bekommen hier. So, schon wieder verkackt. Olli? Ja, ich höre dich wieder mal. Gut. Ja, ich muss so kurz mit meiner Mutti sprechen. Ach so. Schöne Grüße. Und so. Mutti ist gerade gegangen. Ach so. Ja, es ging darum, dass ich wollte aber... Das was? Mit mir einkaufen fahren wollte. Ach so. Ein Mensch, der einkaufen nicht leiden kann. Also hast du gesagt, ja, ich würde ja gerne mit einkaufen kommen, aber ich muss ja mein Pferd fliegen, es darf ja nicht sterben. So ähnlich. Rio, Oslo, Berlin. Ich hatte meine Nichte mal als Ausrede. Ach so, okay. Berlin war doch der eine Typ, ne? Der Chef sozusagen, oder? Und Oslo war doch hier die eine. Das waren doch eigentlich die beiden Hauptcharaktere, glaube ich. Olli? Ja. Vor noch zu streamen, circa. Wie lange noch, oder was meinst du? Ja. Also mindestens noch 3-4 Stunden. Wieso? Ja gut. Ja, nur so, weil vielleicht möchtest du dann ja mal gucken bei Steam. Ach so, das meinst du. Wegen dem Spiel da, was du vorhin gesagt hast. Eigentlich auch ganz schön. Ja, nee, also lange. Ich weiß nicht, wie lange ich noch streame. Ich wollte halt ganz viel Rufsachen noch machen. Dass ich irgendwann mal wieder richtige Quest machen kann. Ach man, wieso hänge ich mich denn hier überall auf? So, ich bin im Ziel. Oh, ich hab die ganze Zeit einen Ohrwurm. Und was denn? Einem Lied nach der Leiche. Ach so, ich glaube, ich weiß, welchen Song du meinst. Da vorne ist ein Rennen, da vorne ist ein Rennen, da vorne ist ein Rennen. Dabei sind. Da alles Blut, doch ich. Ja, ich sehe da jemand eine. Obwohl, mache ich dieses Rennen? Ich mache das Rennen jetzt, glaube ich, gar nicht.
Olli, stinkt es da? Wie geht's, wie steht's? Ja, ganz gut soweit. Wie geht's dir? Ey. Was denn? Bei Olli Stink fällt mir gerade was ein. In unserem Club wird eine immer chronisch geärgert, weil unsere Clubbesitzerin war auch einmal so freundlich zu ihr und hat sie aus Spaß gehört, als soll ich den ganzen Namen wirklich aussprechen, wie man genannt hat? Ist das jugendfrei? Naja, halb. Aha. Warte mal, oh, die restlichen okay, drei waren Nairobi, Moskau und der Professor. Ja. Okay, dann jetzt lieber nicht. Bis jetzt traust du dich nicht, ja. Ja, aber hast schon recht, das kann man ja dann nach dem Stream diskutieren. Ja. So, ich bin beim Fischerdorf. Und hier muss ich auch meinen Ruf noch ein bisschen aufbessern. Jedenfalls hat er einen sehr kreativen Namen auf Discord. Sofa Bob. Aha. Ja, Und jetzt SpongeBob als Profil. Ja, das ist doch wirklich schon mal sehr kreativ. Ja. Meine Clubbesitzerin? Ja. Halt wenigstens ein normaler Name. Lea. Und hat eine komische Biene und ich weiß auch aus welchem Video die das Bild rausgeschnitten hat. Als Profil. Und dann gibt's noch so ein ganz normales Wesen aus dem Club. Die Kiwi. Mhm. Genau, Kiwi. Kiwi ist geklaut von dem Server. Wie heißt der Server? Der Kiwi-Server ist der Server 8, oder? Server 8, Server 9? Da gibt's doch irgendwo so einen Kiwi-Server. Ja, Kiwi Galaxy. Es gibt einmal Kiwi Galaxy und einmal Blackberry Galaxy. Und einmal Klartichwolken Galaxy. Aber der ist noch nicht so bekannt. Ja. Das ist Server 11, da kommt jetzt noch, weißt du? Ja. Da dürfen dann wahrscheinlich nur alle drauf, die Klarsicht vorher abonniert haben. Woher weißt du das? So, wo reite ich jetzt eigentlich gerade hin? Das Fischerdorf ist doch da. Muss man ganz kurz die Karte hier. So, ich bin jetzt da oben. Ich will ja nichts sagen, aber. Doch, ich reite genau richtig. Gestern hatten ich und meine Freundin. Nennt sie sich immer. Kleine Problemchen. Wir haben die ganze Zeit jemanden auf Discord mit Ad voll gespammt, aber ich sag jetzt mal nicht den Discord-Namen. Demjenigen. Mhm. Oder soll ich ihm mal in den Live-Chat schreiben? Okay, nein, Spaß. Ich glaube, da möchte wahrscheinlich eh niemand rein. Eine Person auf Discord. Den Namen, den wir voll gespammt haben. Ich angle jetzt erstmal in Ruhe, ja? Ich muss mich jetzt konzentrieren. Spider-Zombie. Spider-Zombie? Cyber-Zombie. Ach so. Wie war das nochmal bei dem Angeln in SSO? Achso, ich hab's einfach nur linker Maustick, wa? Soweit ich weiß, ja. Wie viel FPS hab ich gerade auf SSO? 20. Gut gefischt, aber der Fisch ist entkommen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe die FPS-Anzeige aus. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie viel ich habe. Ah,
Ach, ich war schon wieder so langsam. Auch ganz gut, meine Ferien neigen sich dem Ende zu. Ja, wieso hattest du eigentlich Ferien? Was waren das für Ferien? Winterferien kannst du nicht mehr gewesen sein, oder? Wir haben ja schon fast Frühling. Ja. Gut gefischt, aber der Fisch ist entkommen. Warum denn das? Ich bin der beste Fischer. Was? Warte, 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 ich muss. Wir müssen Olli, leise besser sein. Fischer? Wir müssen leise sein, sonst kann ich den Fisch. Ich sehe jetzt nichts mehr. Ich sehe jetzt nichts mehr. Geh aus dem Bild. Mach das nächste Mal einfach ein L. Kannst du bitte mit deinem fetten Pferd weggehen? Ich sehe nichts. Mit deinem So. fetten Pferd weggehen. Der war gut, Olli. Ist ja nicht so, dass deins auch etwas groß Ja, und ich habe breit gerade ist. bloß noch einen fetten Arsch gesehen. Also so einen fetten Pferdearsch. Aber ich habe jetzt die Sicht geändert. After, sagt man dazu. Ne, das wäre wieder das gewisse Teil vom. Also das wäre dann schon wieder. Ein bisschen vertiefter das Thema, sagen wir es mal so. Das Championat des Jorvik-Stalls beginnt in 30 Minuten. Okay. 30 Minuten. Well, der Championat in 10 Minuten. Ja, das wird nix. Mann, ich brauche jetzt noch einen Fisch Warte hier. mal. Kann ja mal sagen. Ich habe heute insgesamt 1, 2, 3, 3, 4, 5. 5 Freundschaftsanfragen von Leuten bekommen, die einfach nur die Frage hatten: Willst du in mein Club? Und Ja. das war in einer halben Stunde, glaube Ich hab grad. ich. Oh, ich wurde Mein gerade Pferd auf ist WhatsApp nicht. Mein Pferd ist angeschrieben. nicht fett. Guck mal deins an. Meins? Ja, okay. Geh, wenn man, aber guck dir die Videoszene an. Ja, deins war wirklich extrem Ich fett. muss mal ganz kurz an Okay. mein Handy rangehen. Schöne Grüße. Ja. Oh, sie hat sich nicht gemutet. Jetzt bekommen wir peinliche Gespräche mit. Auch für die Liebe. Oh nein. Achso, hier war nur übernachten, dann war doch, da vorne war das Rennen. Kann ich mich gleich das Rennen noch mitmachen, weil ich schon mal hier bin? Bin ich jetzt dumm, weil gab es hier nicht irgendwo eine. Da. Aria steht schon davor. So. Ich hatte vorhin noch was überlesen. Deine Streams sind voll cool. Ja, vielen Dank dafür. Leon, du hattest auch Ferien. Ja, warum habt ihr jetzt noch Ferien? Okay, ihr kommt alle aus der gleichen Ecke, ne? Glaube ich. Ah, dann müsste ja meine Schwester auch Ferien gehabt haben. Weil sie kommt ja auch von daher, wo ihr herkommt. Bin ich nicht gut in dem Rennen? Ich bin so stolz auf mich. Ist wer jetzt links? Ja, links. Los, lauf, 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 lauf.
So, wir sind auf das Heal-Kran. So, na, wie war deine Woche so? Also, wenn du meine meinst, meine war ja so, ging so, ne? Ein bisschen anstrengend. Aber obwohl, die Woche war ziemlich kurz. Ne? Ich habe ja, letzte Woche war anstrengend, weil ich eine 6-Tage-Woche hatte. Und diese Woche musste ich ja nur Montag bis Mittwoch arbeiten. Habe heute und morgen frei, weil morgen ist ja Feiertag. Und dann habe ich Samstag wieder einen Tag, wo ich arbeiten muss. Und dann nochmal Sonntag frei. Ja, und dann hat wieder eine ganz normale Woche nächste Woche. Und Urlaub habe ich ja auch bald, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ich habe ja im Mai Urlaub. Ist ja nicht mehr lange. So, und das nächste drin. Warum habe ich das Gefühl, dass die Rennen immer länger werden, oder? Ich musste ja auch noch was essen. Ich habe heute noch gar nicht so wirklich was gegessen. Und da vorne ist unser Ziel. So, auch eine Höchstleistung, ich bin so gut. Daisy, immer noch live. Ja, bis ca. 23 Uhr wahrscheinlich. Mein Lieblingscharakter ist aber Berlin. Warum denn Berlin? So, Emily steht hier. The Farmer's Game. Aha. So, wo kann ich jetzt meine Quest abgeben? Ach, das ist da vorne. So, eins gibt's noch. Ah, das ist jetzt, glaube ich, ein harmloses. Jetzt muss ich, glaube ich, nur ein bisschen springen. Oh! Ja, das zum Thema nur ein harmloses. Ja, das ist wirklich ein Rennen, da sollte man ziemlich langsam unterwegs sein. User was moved to your channel. Es ist schon passiert. Hallo. So. Bei uns gab es Bolognese zum Oh, jetzt hör auf damit. Jetzt habe ich Bock auf Bolognese. Ich habe mir noch nie Bolognese oder sowas bestellt, ne? Aber ich weiß gar nicht, wie das so schmeckt, wenn man sich sowas bestellt. Ich glaube, selbst machen ist immer am sinnvollsten. Hilfe! So, dann habe ich das jetzt auch fertig. Gibt es jetzt hier noch was zu tun? Nein, sie hat aufgelegt! Warum denn das? Weiß ich nicht. So. Sie ist jetzt auch auf Server 4. Ich hoffe, sie kommt gleich mal on. Ja, ich bin jetzt noch am überlegen, was ich jetzt noch mache. Jetzt habe ich nämlich die Ecke da oben. Ah, ich muss nochmal zurückreiten. Ich habe ja noch eine Quest, die ich noch abgeben muss. Ich hab Wagen. Ab zurück zum Fischerdorf. Jetzt kriege ich wieder einen Anruf. Und ich bekomme Hunger. Ah ja. Auch Spaghetti Bolognese. Das wurde gerade im Chat geschrieben. keine Ahnung, er wirkt interessant und er verhält sich anders als die anderen. Er ist auch sehr gefühlsvoll, was ihn speziell macht. Achso, das zum Thema Berlin.
Oder meinst du damit jetzt die Bolognese? Ist die Bolognese gefühlsvoll? Kann Bolognese einen Charakter haben? Daisy, bist du noch da? Wenn ja, schreib mal ganz kurz. Ach, da unten muss ich hin. Das wird nix. Gut, ich nehme den langen Weg. Ich habe gerade meine Gemüselasagne in den Ofen geschoben. Und genau darum ging es mir jetzt gerade bei Daisy, weil ich war damals mit Daisy im Restaurant essen, also in so einem vegetarischen Restaurant. Und da gab es irgendwie auch solche Spinatlasagne. Und ich muss wirklich sagen, die war sogar recht lecker, ne? Dann gab es noch solche Steinklumpen dazu, was die da als Fleisch verkauft haben, also als Möchtegernfleisch. Natürlich meine ich Berlin. Achso, du meinst Berlin. Oh! Ich habe meinen Ruf verbessert. Der Ruf im Jorvik Fischer Club hat sich verbessert. Neues Rufniveau, freundlich. Ja, juhu, ich kann demnächst die Quest weitermachen. Zwar nicht heute, aber demnächst. Da habe ich jetzt schon mal einen Zielerfolg heute. Ja, dann würde ich jetzt zu guter Letzt sagen, also eine Sache mache ich noch. Bin gerade am Überlegen, was ich jetzt mache. Das, wo ich am Anfang aufgehört habe, ich wollte noch Südhof. Ne, obwohl ich muss, glaube ich, eher in die andere Richtung gehen. Wann kommt hier die nächste Fähre? Amy, ich muss auf. Ja, schade. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Nochmal kurz stumm. Ich muss meiner Freundin was erklären. Okay, mach das. Bis nachher. Und wegen der Bolognese, komm vorbei. Ich gebe dir die Reste von. Ja, wie nett, dass du mir die Reste gibst. Hier ist irgendwo eine Spinne. Aber ich kann mich jetzt nicht drum kümmern. Also bekomme ich die Fähre nicht nach Fort Hünter. So, los geht die Fahrt. Ich finde vegetarische Lasagnen eh viel besser als normale. Hat einfach was. Der Vorteil ist auch, dass du da nicht irgendwie mal so einen ekligen Knochen erwischen kannst in der Lasagne. Das hatte ich auch schon mal. Das finde ich jetzt so vorteilhaft, ja, aber ansonsten. Ja, also die Spinatlasagne auf jeden Fall, die war auch recht lecker. Das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Ich blende jetzt irgendwie gerade ziemlich, ne? Die Sonne ist gerade auf meiner Seite. Also nicht wundern, dass man mich jetzt vielleicht nicht mehr so gut erkennt. Ich werde geblendet. Ich nehme den Transporter, glaube ich. So. Olli. Power Girlie ist jetzt in den Chat gekommen. Ja, das ist meine Freundin. Aha. Ja, dann lassen wir sie mal da in der Eingangshalle, oder? Soll ich sie ziehen? User joined your channel. Wäre nett, User ja. Was moved to your channel. Okay.
Hallo Franzi. Hallo Ali. Die Franzi kam. Aber sie ist gemutet. So, Ali? Bin ich da? Ah, okay, ah, okay, sie ist nicht da. Echo. Okay, Echo. Okay, dann nicht. Was soll ich dir sonst geben? Neue Bolognese machen oder was? Ja, das wäre nicht schlecht. Bei deinen Streams bekomme ich immer auch Lust, mal wieder onzugehen. Das ist doch schön. Dann komm doch mal online, Marlene. Und Tanja, namt Olli, du siehst blendend aus. Ja, danke. Ich sehe es nämlich auch. Die Sonne ist gerade total stimmig. Ich glaube, ich muss gleich die Sonne kurz ausschalten. Ich gehe mal kurz raus, die Sonne ausschalten. Ja, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Bei uns ist eigentlich gar keiner. Bei uns ist Sturm und Regen. Ja, bei uns stimmt es auch ein ganz klein. Jedenfalls haben wir relativ viel Wind. Weißt du, was ich eben für eine Scheiße wieder gemacht habe? Hm? Was? Bin mit dem Mofat gefahren. Oh, best. Sagt also gar nichts mehr. Also mein Bruder ist ja gefahren, ich bin... Sonne erfolgreich ausgeschaltet. Ah ja. Ups. Wo war ich denn stehen geblieben? Namt Olli, du siehst blendend aus. Das hat man schon. Headset ist Alina? An PS4 angeschlossen. Ach so, okay. Ich meine Ali. Und Tanja, schön, dass du da bist. Und wo bist du? Warum sehe ich dich? Was, wie, ja. Was? Achso, ich bin gar nicht gemeint. Hast du Olli schon abonniert? Ja, genau. Das ist Pflicht, um ins DS zu gehen. Quatsch. so. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt nach Sunfield fahren, wollte ich. Weil da muss mein Ruf auch noch verbessert werden. Oh, es kommt ein Loot! Wer lootet denn? Okay, die Sonne blendet dich jedenfalls nicht mehr. Richtig, ich habe sie heruntergefahren. So, jetzt bin ich Sunfield Farm und da vorne kann ich was machen. Hallo, ich möchte eine Quest machen. Ali? Ja? Hast du eigentlich Steam? Ach, jetzt wird die nächste Person gefragt. Sag einfach nein. Nein, Quatsch. Da hat irgendwer keine Kopfhörer drin. Ja, ich höre es auch, ne? Es ist leicht so doppelt und so. Aber nicht immer. Das war jetzt wieder doppelt. Ali? Ja? Hast du keine Kopfhörer drin? Also mal wieder Schrott. Was? Meine sind komisch. Versteh dich nicht. Ah, das ist im Ernst? Jetzt versteh ich dich wieder einigermaßen. Also meine Kopfhörer sind Schrott. Ah ja. Daher kommt's. Du bist doch ein SSO online, oder? Ja. Auf meinem zweiten Account. Sorry, Olli, einmal am Tag reicht mir SSO. Ich wusste nicht, dass du heute noch streamst. Wieso? Wieso noch? Ich streame ja schon seit heute Morgen um 7. Was? SSO. Das ist ein 24 Stunden SSO-Stream, der geht bis morgen früh um 7. Was, wie ich halt? Wo bist du in SSO? Immer halt Arena. Ernst? Nö. Weißt du? Das ist dein Ernst. Ja, das ist mein Ernst. Mach nicht dumm. Ich glaube, ich laufe. Ich glaube, mit Laufen habe ich mehr Erfolg bei den Grünern. Lauf, du komisches Pferd. Wieso bekomme ich die Hühner nicht eingefangen? Kann doch nicht so schlecht sein. So, los, komm. Geht doch. Wie viele Hühner brauche ich eigentlich?
So, noch ein Huhn. Da vorne ist es. Los, komm, 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 komm. Perfekt, ich hab alle. Ja, wobei. Oh, in 10 Minuten beginnt das Championat. Ich bin jetzt beim Silverglade Feingarten. Und es reicht nicht aus, dass mein Ruf sich verbessert. Ali? Ja. Also hast du Steam? Warum frag ich das eigentlich? Heute jeden. Ja, nein. Ali. Was? Hast du Steam? Wollt ihr mich veräppeln hier? Ob doch jemand da? Eigentlich ja. Wo bist du gerade in SSO? Ach, hier muss ich hin. An einem gewissen Ort. Wo? An einem gewissen Ort. Was steht denn da unten auf der Kiste? Ja. Was steht denn da unten auf der Reitstallweg? Nee, Klippenbezirk. Nee, Reitstallweg steht dort. Aber auf meinem Bildschirm stand gerade Klippenbezirk. Kannst du nach Weingarten kommen? Oh, wartet mal, jetzt mal das probieren. Ich kann nur nach Steve kommen. Nach Steve? Nach Steve. Macht Sinn. 100%. Diese Stille. Die Stille. Wie sie stört. Die Stille stört. Illstedt. Welche Gruppe bist du? Ja. Ja, das ist wohl die Frage, hm? Warte mal. Warte, stopp. Ja. Dann kommen hier. Den Tierarzt anklicken, so sagen, dann nicht auf OK oder Abbruch klicken. Geh einfach drauf, sodass du bei
Geh und Abbruch bist. Hast du das offen? Diese Tierarzt-Superbehandlung? Ali. Die Kommunikation läuft richtig gut bei euch, ne? Ja. Mhm. So, dann komm, folgt mir. Oh, das Mist. Championat im Jorvik-Stall beginnt gleich. Warte. Drauf. Oh, bla bla bla. Gehst auf X. Dann komm, musst du mitkommen. Wenn du es offen hast, dann musst du absteigen. Mit mir mitkommen. Ich weiß, es leckt bei mir ein bisschen. Da musst du immer kurz warten. Dann gehst du hier zu irgendeinem Pferd. Und klickst es an. Dann hast du ja das Menü da offen. Dann musst du das Pferd ein bisschen wegziehen. Ali. Also dann musst du das Dings von dem Pferd ein bisschen wegziehen. Den Tierarzt schließt. Du den Tierarzt. Dann zurück zum Tierarzt laufen. Weiß, lustig. Ich hab Hunger. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ja, das hast du schon. Okay. Jetzt? Ich hab immer noch Hunger. Wieder zurück zur Tierärztin, zu deinem Pferd. Wenn du es wiederfindest. Aussteigen. Ja. Da wohin? Also vielleicht siehst du von deinem Pferd da noch den Schatten. Nein, sehe ich nicht. Bei mir ist da der Schatten. Da musst du es kurz suchen. Oh, ein Championat, wo nur 4 Leute dran teilnehmen. Das ist so schön. Da habe ich zumindest eine Chance zu gewinnen. Wo jetzt lang? Ich habe meine Gruppe verlassen. Wenn du auf deinem Pferd sitzt, dann ist okay, ja. Ja, das Championat beginnt gleich mit 4 Leuten. 5. Juhu. Dann reiten wir beide zum Silversongfluss. So. Wo ist er? Juhu. Wo ist der? Zu dem Fluss da. Zu dem. Welcher Fluss? Na, der bei Weldel dort. Weiß, welchen ich meine. Der dort durch Weldel geht. Aber wo genau? Ja, da musst du da in Richtung Stief rausreiten und dann geradeaus den Weg. Ja, ich weiß, aber wo beim Fluss? Einfach. Dort bei dieser Brücke rechts daneben. Bei dieser Brücke in Richtung Fairgrove. Dann da. So. Wo bist du? So.
Ich bin gerade beim Silo vorbei. Ich weiß nicht, wo ich lang reite. Ja, das musst du doch sehen. Da das Hängeliegen. Gut, bei mir ist, ich habe noch einen Schatten auf dem Boden, heißt, ich kann einschätzen, wann ich abspringen muss und so, und das ist einfacher. Ja, sag mir mal, wann ich abspringen muss gleich, ja? Ich mache jetzt das Championat und du sagst mir immer genau, wann ich abspringen muss. Ich kann auch nicht sehen, wo du bist. Ja, ist ja egal, du schaffst es. Ich spring immer dann, ja, wenn du es sagst. Fiona, hi, schön, dass du reinschaust, wie geht's dir? Olli, ich glaube, bei sowas solltest du mir nicht vertrauen. Okay. Also ich bin schon mal nicht in Gruppe 1, so wie es aussieht. Dabei sind wir hier kaum Leute. Ich bin Gruppe 2, okay. Platz 1 in Gruppe 2. Bei diesem kleinen Angelsteg. Bei der Brücke da, ne? Ja, bei diesem Angelsteg neben der Brücke. Ah, jetzt. Ah, Sui ist auch hier. Ich werde angewunken. Oh, es geht los. Dann habe ich das letzte Mal dieses Championat gemacht, das ist glaube ich schon Ewigkeiten her. Ich bin gerade mal überlegen, habe ich es überhaupt schon mal gemacht? Überhaupt noch jemand da? Ja. Ja. Ups. Ja. Ich bin noch da, ja. Jawohl, es ist so bist du. Na ciao. Wenn du auf jetzt endlich bei dem Steg. Nee. Wo bist du? Angucke bei dem Steg. Beim Steg. Ja, schon lange. Aber jetzt aber musst du es. Dieses Ding zuklicken. Ja, was? Das Pferde. Wegklicken. Ja. Ja, muss ganz kurz was gucken. Dann. Dann wird's wieder normal. Kann ich dir mal erklären, was. Wie hoch, wer und welches. Jetzt bin ich ja sichtbar. Warte. Ja, okay, Platz 9. Egal. Platz 9. Naja, ist doch noch okay. Ich wollte mindestens Platz 3 sein. Ja. Daraus wurde wohl nix.
Ich finde, die Championate müssten auch nachts gemacht werden. Da habe ich zumindest nachts um 4 die beste Chance, da einfach mal. Was? Das Video wurde. Mann, das Video wurde gelöscht. Ja. Vielen Dank auch. Vielen Dank auch. Mir geht's soweit gut und dir, ja, auch danke der Nachfrage, Fiona. Und Liv, welcher Server? Steht ganz groß da oben in der Ecke, Server 4. Strawberry Kingdom. Strawberry, nee. Spamberry Beef Tom. Ja. So. Olli, das ist nicht Strawberry Kingdom. Seit wann das denn nicht mehr? Das ist Spamberry Beef Tom. Wie kommst du da drauf? So heißt der für alle anderen Server. Was machen die denn da? Egal. Ja. Ist doch ganz eindeutig, ich meine. Vielleicht. Oh, schade. Ach, komm da rüber. Oh, ich komm den Berg nicht hoch. Los, hoch mit dir. Was schaffst du? Ist noch jemand da? Olli? Okay. Ey, Olli. Hallo. Hallo. Ist noch jemand da? Olli. Hallo. Hi, gleich. Ist noch jemand so. Da? Hm. Leute? Hallo? Hallo? Endlich. Olli? Ich habe einen Namen gehört. Ich bin jetzt am Überlegen, mache ich jetzt noch was oder mache ich jetzt nichts mehr? Was sagt denn mein Ruf? Welches Level bist du überhaupt, Olli? Wenn alles gut geht, bald 19. Also ich stehe zumindest kurz davor. Also ich habe 2 Karten. Ersten bin ich Level 20 und auf mein. Zweiten ist sie 14. Und ich werde vielleicht bald 21 auf meinen ersten, aber ich habe noch die Quest. Okay. Also ich werde heute noch Level 20. Das nehme ich mir fest vor. Hust. Was denn? Das ist sicherlich irgendwie realistisch. Also. Ich will deinen Vorstellungen ja nichts im Weg stellen, aber. Vielleicht ist das nicht Level 20 zu werden, das kann sie bestätigen. Ja. Es hat eine Weile gedauert. Längere Weile. Hm, mache ich jetzt noch irgendwas? Ich bin am überlegen. Es fehlt nur noch ganz wenig beim bei der Sunfeed Farm. Das muss man kurz gucken. Weil die auf welchem. Du bist auf Server 4, ne? Hm.
Er kann keine Antwort geben, ja gut, ne? Allerdings eine relativ leise. Wer ist was? Ja, das war's noch der Sturm. Wo bist du denn gerade? Ups. Ich stehe hier Jorvikstall. Direkt davor. Jorvikstall. Leni, wir haben eine Fahrt dahin. Okay. Und ich mach dahinter jetzt kurz die Rennen. Jo, du jetzt gerade. Okay, dann mach erstmal die Quest. Ja, die Quest und Rennen. Ich glaube, das sind dann auch die letzten beiden Rennen jetzt, die ich mache. Und das sollte dann ausreichen, bin ja schon wieder 2,5 Stunden alt. Ja, dann mache ich gerne mit. Warte auf uns. Okay. Und ich warte. Und ich warte. Und ich warte immer noch. Ja, ich warte doch. Ich sag was, ich warte. Ich warte. Alini. Ich warte. Ausrasten. Aua, ich klemme gerade meinen Finger. Du bist Jörg, Schleim, hast du gesagt. Ja, das hatte. Irgendjemand steht in mir, aber ich weiß nicht. Obwohl, doch nicht. Komm, ich komme angefliegen. So, irgendwie dauert das Abholen bei mir gerade etwas. Aber ich beeil mich. Ja, genau, beeil dich. Bist du schon da? Welchen Pferd bist du unterwegs? Vollblut. Er ist, glaube ich, mit. Ich bin mit so einem komischen Urpferd unterwegs. Ja, mit diesem. Ziemlich blaufarbig. Ja, mit dem, was ich da blaufärbt, das Shire. Ja, wo bist du? Hallo, ist noch jemand da? Leonie, bist ja noch live. Ja, aber nicht mehr lange. Ich mache jetzt noch 2 Rennen und dann werde ich mal Frühstück essen. Olli, kannst du mal annehmen? Was soll ich denn annehmen? Ich bin schon, also ich habe schon beim Rennen, ich habe bloß noch einen OK-Button. Ich kann erst, cool. Wenn ich das Rennen starte, kann ich erst annehmen. Obwohl, ich breche das mal ganz kurz ab. So. So, abbrechen. Ich habe verloren. Welches Rennen machen wir denn zuerst? Ich würde sagen, das erste, oder? Also, wow, ich habe nur ein Rennen. Ja, ich glaube, ich habe hier auch nur das eine. Ich habe nur Jorvikstall-Wettbewerb. Ja, das habe ich und dann halt noch die Elite-Strecke des Jorvikstalls. Ding, ich würde sagen, du beeilst dich jetzt. Ja, ich bin gleich. Langweilig. Ja, ich bin. Ja, bin da, glaube ich. Es ist noch der Ladebildschirm. Aber. Wo bist du denn jetzt gerade? Warte, also ich sehe noch nichts. Also der. Ja, nein. Ich merke, dass ich mich schon. Antwort gegeben. Ah ja, da bin ich. Ich sehe dich gar nicht. Ja. Gerade. Worte erschienen. Bist du in Jalaheim oder wo bist du? Ich bin in Rennen. Das Hüpfpferd. Wo ist denn gerade? Ja, gleich bei den Rennen. Dann nur noch um die Kurve. Dann nochmal noch um die Kurve. Dann hüpfen. Dann nochmal hüpfen und dann bin ich.
Warte, nee, ich muss hüpfen, dann um die Kurve, dann nochmal um die Kurve. Dann muss ich wieder hüpfen, dann muss ich nochmal hüpfen und dann. Jetzt. Und mein Pferd hüpft immer zu spät. Wo bist du denn? Ich auf der Karte. Ja, weil mein Internet gerade so richtig toll ist. Ich weiß, erstens das. Das Rennen verzögert sich noch um weitere 2 Stunden. So. Aber ich weiß auch, dass das mit dem Laggen an meinem Laptop. Ich hatte damals mal einen Laptop, an dem SSO so flüssig gelaufen ist, wie man es sich nur hätte vorstellen können. Da hatte ich, glaube ich, durchgehend so 100 bis 120 FPS. Allerdings ist der dann, keine Ahnung, irgendwie, als meine Mutter den mal für die Arbeit benutzen musste, bei ihrer kaputt war. Sehr toll, auf jeden Fall. Ist der dann irgendwie überhitzt, weil sie vergessen hat, den auszumachen, nachdem sie fertig war. Und ja, dann war er Schrott. Wir müssen uns beeilen. Wir haben jetzt hier noch 2 Rennen und müssen dann pünktlich beim Moorland-Championat sein, ja? Was in 15 Minuten losgeht. Ich meine mich. Ja. Aber wenn du dich abholen lassen hast zum Jorvik-Stadion, musst du bis einmal um die Kurve rumlaufen. Endlich. Bist du da, ja? Oh, okay. Gut, dann 3, 2, 1. Oh. Sie hat gescheatet. Es leckt. So, dann müssen wir jetzt dieses Rennen machen, das andere Rennen und dann, das schaffen wir noch in 14 Minuten, oder? Habt ihr euer Heimatstall ich bin in... fertig, meiner ist bei Steve. Achso, nee, meiner ist bei Morlet, das passt ganz gut. Ja, dann mach ich noch das Championat gleich. Juhu. Obwohl, wir haben ja hier einen Transporter direkt. Ich hatte gerade 1 Sekunde Leck frei. Wie toll ist das denn, Boost? Bitte! Oh mein Gott, mein Pferd hat diesen Sprung mal nicht gefailt. Ja, immer noch vorne. Ich glaube, Olli ist mit dem zweiten Rennen auch schon fertig, wenn ich im Ziel bin. Beim ersten. Holt mich. Oder Lina sowieso. Ich bin hier erst bei dieser komischen verrotteten Brücke. Ich bin jetzt kurz vorm Ziel. Ja, weil ich auch gefällt bin. Sonst wäre ich jetzt besser. Also ich bin erst bei dieser Brücke da. Aha. Also, ja. Ui. So, ich bin im Ziel. Kann man das weiteren starten? Ja, kannst du. Wir haben es sowieso noch nicht. Ach so, ja gut. Stimmt, da war was. Warum habe ich dann vorhin die ganze Zeit gewartet? Ich hätte doch schon das zweite machen können in der Zeit. Stimmt. Naja, egal. Dankeschön, ich habe Bronze. Ich bin sowieso erst im Ziel, wenn fertig bin, Olli. Grüßens dann. Ah, ich finde, das Elite-Rennen ist gar nicht so wirklich ein Elite-Rennen. Das ist eigentlich recht leicht. Aber ich find's cool. Wohin müssen wir gleich? Müssen wir gleich nach Moorland? Also ich würde sagen Moorland-Championat zuletzt, oder? Und dann ist das irgendwie vorbei. Ich gehe schon mal hin, dann... Ich bin schon mal 2 Minuten 30. Geil, ne? Ich war von 2 Minuten 40. Wow. 2 Minuten 40 ist es jetzt bei mir. Und ich bin immer noch nicht im Ziel. Was, du bist immer noch nicht im Ziel? Ich habe gleich das zweite Rennen fertig. Ja, es leckt bei mir halt total. Da komme ich halt nicht voran. Okay, jetzt hatte ich mal 5 leckfreie Sekunden. Oh, schaffe ich diese overpowerte Fahrabkürzung. Ich habe sie geschafft!
So, ich hab das Weiterrennen fertig, ne? Nur so zur Info. Kommst du nach Morland? Wieder die eine. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg nach Morland. Theoretisch würde ich das in 10 Minuten, wenn es erst losgeht, sogar schaffen, dorthin zu reiten von Jorvikstall aus. Olli? Ja? Willst du heute auch noch Minecraft? Ich denke eher nicht, weil ich werde jetzt gleich was essen und dann mache ich glaube ich heute nicht mehr so wirklich viel. Oh. Naja. Ach, hier vorne ist ja auch noch das andere Rennen. Nee, morgen? Gibt's nicht hier auch ein Rennen? Morgen ist Feiertag. Ah ne, hier sind bis die. Nee, ich weiß es noch nicht, wann ich wie was mache. Ich bin immer sehr spontan. Hattet ihr am Montag frei? Nein. Also ich zumindest nicht. Ich hab halt morgen frei. Ja, morgen ist ja auch Frauentag. Ja, wir haben aber. Wir hätten nicht. Da eine. Das Schulfest nächsten Monat nicht wäre. Wir morgen nicht. Holland-Championat. Warum mache ich eigentlich das, was ich jetzt gerade mache? Das ist eigentlich Quatsch. Wieder raus hier. Ich kann mich doch abholen lassen. Was machst du? Ich bin zum Transporter gerannt. Lena schreibt, hi, du hast mich angeschrieben. Ja, ich habe hi geschrieben, ne? Ich habe von allen einmal hi geschrieben. Oh, du hast sogar zurückgeschrieben. So. Ich bin jetzt in diesem Rennen seit 5 Minuten. Dann muss es doch schon längst abgelaufen sein von der Zeit her. Nein. Glück nicht so wie das Hasenrennen. Durch die Lags läuft die Zeit dort nicht ab. Jedenfalls nicht so schnell. Spirit ist in der Nähe. Ich besuche noch kurz Spirit. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt irgendwann die nächsten Tage tatsächlich mal Spirit kaufe. Ne? Musst du wirklich gut überlegen, weil so richtig Sinn macht's nicht. Als Championat kann man es jedenfalls nicht bezeichnen. Naja, richtig. Sind halt 700 Starcoins. Ja, aber dann kommt die komische Sache nicht mehr. Oh, Spirit ist in deiner Nähe. Ah. Sache ist dafür, 700 Starcoins auszugeben. Ich weiß nicht. Ali Wohlhahn. Hat es richtig ausgesprochen? Weiß ich gar nicht. Hi! How are you? Und so. So, ratet mal, was ich gerade in meiner Hand habe. Leute, ratet mal, warum ich gerade lachen muss. Warum? Also jemand hat ja geschrieben, hi, hallo, ne? Nein, niemand. Hier hat niemand hi, hallo geschrieben, oder Lena? Oder Leonie, oder Leif, oder Fiona. Da hat jemand meinen Namen. So, wann startet das Rennen? Wo ist denn eigentlich... den Apfel für Spirit bekommt man bei also in Fort Pinter, glaube ich, ne? Ja, bei Fort Pinter beim Brunnen. Renne ich jetzt noch kurz Fort Pinter zum Brunnen, dann wieder zurück, Spirit holen und dann zum Championat. Ne, das wird nicht so knapp. Aber es wird ziemlich voll hier, sehe ich gerade schon wieder. Der Club geht schon mal. Also, na, ich gewinne ja sowieso. Nicht. Er gewinnt sowieso, Kappa. Mein Pferd ist viel zu fett, dass es gewinnen kann. Ne, Pferdchen? Also, wir haben jetzt nur noch immer mit 6 Minuten Zeit. Genau, und derzeit kann ich mal was zum Essen machen, theoretisch. Boah, was mache ich mit uns zum Essen? Ja, aber 6 Minuten, hallo, das... Ich glaube, ich esse nur Toast, weil ich habe hier noch so ein... Einmal, Malteser, Schokoladenaufstrich und einmal M&M's. Als Schokoladenaufstrich. Die muss ich auch irgendwann mal leer machen. Das ist so.
Leonie schreibt, nee, wie nee. Ach ja. So, was sagt es? Die Zeit, wann geht's los? 5 Minuten nur noch. Ah, dann können wir uns ja schon anmelden, ne? Also gleich in 5 Minuten und 40 Sekunden. 45 Sekunden. Ah, du bist ja da. Nee, Ali Wohlhahn hat Hi, Hallo geschrieben. Nee, kann nicht sein. Ich seh das nicht. Aber war Hi, Hallo geschrieben. Ach, du bist das? Ja. So, wann geht's endlich los? Ah, 5 Minuten, was habe ich noch im Kühlschrank? Muss ich mir überlegen. Lohnt es sich, zum Kühlschrank zu gehen? Das ist die ultimative. Oh, weil lacht die so komisch? Ja, Kuh ist mal verlassen, nicht Dummi? Wenn man die verlassen kann. Ah, jetzt. Mit Zeitverzögerung geht das. So. Aber das wird ein ziemlich schwieriges Rennen, ne? Wir sind ziemlich viele Leute. Jo. Ach ja. Ach ja, was? Echo. Echo. Ja, wenn man sagt, geht's nicht. Echo. Ich fühle mich verarscht. Echo! 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 Nein, Echo! 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 Ich höre immer nur Echi. Ich glaube, wir machen nur noch Quatsch. Quatsch im Hirn. Ja, das ist genau Lenis Einstellungen. Nein, warte mal. Der Hirn ist voller Stroh. Ahahaha, wie lustig. Mein Hirn ist aber nicht voller Stroh. Doch, ist es. Das habe. Unser Hirn ist voller Stroh, sagte ich. Hey, da hat mir eine das Pferd geklaut. Ist sie überhaupt schon da? Auch gar nicht mehr. So letzter. Alexia. Ich hänge im Sound fest. Noch 3 Minuten. Alle rufen Echo. Also gibt's auch ein Lied, Echo. Ne? Echo. Geil. Ich hab grad nur echt gehört. Jo. Wenigstens echt. Noch 2 Minuten 48. Noch 2 Minuten 40. Los geht's rückwärts, so komisches Vieh. Da steigen die Pferdchen. Gefällt euch, ne? Hallo. Hallo, oh man hört dich mal. Zwei stehen in mir drinnen, das gefällt mir. Aber das Headset wird am PC dran. Ach so. Los, Franz, du schaffst es noch. In 2 Minuten geht das Championat los. Los, was schaffst du? Ich hab doch gar kein SSO auf dem PC. Ja, du musst es noch kurz rauf installieren, dann schaffst du noch. Du, will ich ganz genau, dass bei mir SSO nicht mehr funktioniert? Na doch, mittlerweile geht's ja wieder. SSO hat das Problem gelöst. Aha. Man muss SSO einfach nur downloaden und wieder runterladen. Also klappt nicht. Bei ihr nicht. Genau. Sie hat es mehrmals runtergeladen und runtergeschmissen vorher. Ich habe sogar extra Bereinigungsprogramm über mein PC laufen lassen, dass ich SSO wieder spielen kann. Außer es hat funktioniert. Ich habe sogar SSO-Support angeschaut und dann gesagt, ja, ich soll
es deinstallieren, halt gucken, dass der Ordner auch weg ist, was ich ja schon geguckt habe. Dann haben sie mir extra nochmal einen Link geschickt, wo ich es so runterladen kann. Juhu, als ob man das nicht weiß, ne? Oh, ich kann SSO nicht mehr spielen, aber ich weiß nicht, wo ich das Spiel runterladen kann. Könnt ihr mir das bitte sagen? Vor allem habe ich euch dann geschrieben, was ich alles gemacht habe, um halbe der SSO zu spielen zu können. Ein paar Sekunden. Oh Gott, dieses Bild ist so cringe. Ich stelle mich auch schon mal zum Start. Rein. Olli, ich schicke dir das Bild jetzt auf Discord. Dein Ernst? Ich sag euch nur eins, diese Lenu hat nur Quatsch im Sinn. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, sie ist duselig. Bleibt duselig. Bin ich nicht. Irde. So, noch 20 Sekunden. Und ich werde Gruppe 3 sein. Oder Gruppe 4. Los. Ich habe total das falsche Pferd dafür eigentlich jetzt, ne? Litten. So. Das schönste Bild, was es je gab. Wettbewerbsgruppe wird erstellt. Und ich bin Gruppe 2. Juhu. Ich bin Gruppe 4 bestimmt. Das wird doch nichts mit Gruppe 2. In Gruppe 4 wusste ich, sind nur Anfänger. Da hast du doch ein bisschen Chance. Oh, Scheiße. Oh, Franzi sitzt steht neben mir. Hm? Du bist neben mir. Neben dir? Oh, das hat irgendwas, ne? Die Ariana Sword, sie hat ein komplett weißes Pferd, ja, komplett weiße Kleidung an sich. Also, sieht aus wie ein Hochzeitskleid teilweise schon, ja? Man schreibt so, shit. Irgendwie hat das Pferd was. Gott, ich wäre locker letzte. Welches Level sind denn die anderen so? Okay. Ja, so Level 10, so Level 9. Ey, da hast du doch eine Chance. Scheiße, 1 Level 14, 15, 12, 5. Abis da, hi, wie geht's dir? So, und los geht das Level, 15er. Ja, so ein Anfängerpferd, Friese. Welches Level dann? Ja, so. Level 14. Welches Level ist? Meins ist Level 3. Okay, in 4 Sekunden beginnt es bei mir. Okay, es beginnt. Bei euch beginnt es, ich bin gleich im Seals. Bei mir beginnt es du. Ja, also im Seal noch nicht, aber ich bin Platz 10. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so einigermaßen in die Top 10 halten kann. Ich bin Level, ich bin Platz 14, aber egal. Level 13? Ich bin Platz 11, ich werde am Ende auch Platz 14 sein, bevor das Rennen zu Ende ist. Ich werde noch einiges hier verlieren. Ja, bist du auch. Oh, ja, mein Pferd steht jetzt gerade und bewegt sich nicht mehr. Jetzt bewegt sich das wieder. Ja, ich bin Level 11. Ach, Spirit steht hier rum. Los, Spirit, reite! Das ist 11. Also, nee, Spirit kann ja nicht reiten, habe ich gelernt. Danke, jetzt man kann es nur reiten. Oh mein Gott. Spirit ist in der Nähe. Ach, ich hab das. Da ist jemand da. So verliebt denn. Ich bin's nicht gewesen. Ja, ich hab die Riesenabkürzung geschafft. Doch. Ja, ich bin Platz. Ich bin Platz. Ja, ich bin Platz. Gehen gerade. Bitte ratet mal, was ich gerade in der Hand halte. Könnte nicht raten.
So. Ich bin Platz 9 und verliere. Verbleiben ist halt bis zum Ende des Wettbewerbs noch 38 Sekunden. Und jetzt ruft mich gerade jemand auf WhatsApp an. Ah ja. Geh ran und sag, du bist gerade auf dem Pferd, du kannst. Bitte sag, dass es nicht alles hier ist. Es ist alles. So, gut, Championat erledigt. Dann hole ich noch kurz meine Belohnung ab vom Briefkasten. Ich will ja nichts sagen, aber da wurde die Alina gerade vom Tintenfisch angerufen. Wir nennen sie immer Tintenfisch, weil sie es komplett hasst, Tintenfisch genannt zu werden. Und ich will ja nichts sagen, aber sie ist... Jetzt ist sie nochmal 9 und sie beleidigt mich die ganze Zeit. Mhm. Aber ja, ich glaube mehr... So, gut, dann würde ich mal sagen, dann war es das tatsächlich so langsam. Sie hat auch gelegt. Wir sind ja schon fast 3 Stunden bei. Ja, gut, ne? Was kostet jetzt, was kostet was, Gilbert? 700? Na, 699. Ja. Ja, gut, ich habe 631, den kann ich mir das Gilbert eh noch nicht holen. Den kann ich mir erst am Samstag holen. In 2 Tagen. Wartet mal, was ich gerade in den Händen halte. Wahrscheinlich nichts zum Essen, weil ich will was zum Essen. Nein, was zum Essen ist es nicht. Dann weiß ich nicht. Olli Stink schreibt, Nanu, du bist ja immer noch am Stream. Ja, aber jetzt nicht mehr lange, also nur die letzte, so, sagen wir es mal so, ich so circa 10 Sekunden bin ich noch am Stream. Deswegen würde ich auch sagen, das war's dann. Genau. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sind dann vielleicht heute nochmal live, weiß ich nicht. Ansonsten sicherlich spätestens morgen. Euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.